Unser Gastbeitrag. Unser Gastbeitrag. Sie hören einen Gastbeitrag von Journalist Thilo Kräser. Er war im Mai 2023 im Marx-Engels-Zentrum Berlin, im MEZ, wo ein neues Buch, das durchaus geopolitische Relevanz hat, neu vorgestellt wurde. Es trägt den Titel Kriegsfolgen, wie der Kampf um die Ukraine die Welt verändert, ist im Wiener Promedia Verlag erschienen und der Verlagschef vom Promedia Verlag, der österreichische Politikwissenschaftler und Publizist Hannes Hofbauer, war bei dieser Buchpräsentation mit seinem Co-Autor Jochen Scholz vor Ort im MEZ Berlin. Jochen Scholz ist Oberstleutnant AD und Friedensaktivist und war im Laufe seiner militärischen Karriere auch im NATO-Hauptquartier eingesetzt. Aber schon seit vielen Jahren setzt er sich ein für Frieden, für Völkerverständigung, für einen Stopp von Rüstungsexporten in Kriegsgebiete. Generell ist er Pazifist und gegen Waffen und hat da natürlich auch eine gewisse Expertise in der NATO und im deutschen Militär sammeln können. Und Hannes Hofbauer ist nicht minder renommiert. Er schreibt und forscht schon seit vielen Jahren zu geopolitischen Themen, auch zu Themen wie Zensur, Einschränkung der Pressefreiheit und ähnliches. Wie erwähnt, der Berliner Journalist Thilo Kräser war bei dieser Veranstaltung im MEZ vor Ort und konnte dort unter anderem ein Interview mit dem ehemaligen NATO-Offizier Jochen Scholz führen. Im Anschluss an dieses Interview hören Sie die Buchvorstellungen von Hannes Hofbauer und Jochen Scholz sowie eine dazugehörige Fragerunde aus dem Publikum. Die Veranstalter im MEZ teilten vorab mit: Die blau-gelbe Fahne der Ukraine steht für Freiheit, das ominöse russische Zeichen Z für Unterdrückung. So einfach jedoch ist der Krieg um die Ukraine nicht erklärbar, obwohl sich unter europäischen Staatskanzleien und Leitmedien nur diese eine Erzählung, also dieses eine Narrativ, festgesetzt hat. Die von Brüssel ausgerufene Parteinahme für Kiew habe in Windeseile zu einer russophoben Stimmung im Westen geführt, die selbst vor verstorbenen russischen Künstlern und erst recht vor Lebenden nicht Halt macht. Das Canceln russischer Kultur stellt der sogenannten westlichen Wertegemeinschaft ein katastrophales Zeugnis aus und erinnere in vielen an ein längst überwunden geglaubtes Feindbild im Osten, nämlich Russland. Hier unser Gastbeitrag, die Reportage von Thilo Kräser zur Buchvorstellung Kriegsfolgen, wie der Kampf um die Ukraine die Welt verändert, im MEZ im Mai 2023. Herr Scholz, der Konflikt, der Krieg in und um die Ukraine hat eine Vorgeschichte. Die Vorgeschichte beginnt nicht am 24. Februar 2022. Sie ziehen die aber auch über den Zeitpunkt 2014, Putsch und Folgeereignisse in Kiew hinaus. Warum und bis wohin reicht aus Ihrer Sicht die Vorgeschichte? Also aus meiner Sicht reicht die Vorgeschichte bis zum Jahre 1990. Das heißt also zum Jahre der Wiedervereinigung, als die Sowjetunion der deutschen Wiedervereinigung zugestimmt hat. Und da waren eben, wir kennen alle das Wort Friedensdividende, nicht? Also das ganze Land sprach von der Friedensdividende, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, weil sie dachten, jetzt könnten die Mittel freigesetzt werden, die man bisher fürs Militär ausgegeben hat, um sinnvolle Projekte zu machen, die den Menschen helfen. Und das ließ sich ja auch ganz gut an am Anfang. Also Präsident Bush war bereit, die NATO, den Charakter der NATO zu verändern und aus der NATO ein transatlantisches Konsultationsmechanismus zu machen. Das war seine Idee. Und das ist auch gemacht worden im Jahre 1990, im Juli in London, war der Londoner Gipfel, da heißt Transformation of NATO. Und da sind genau diese Worte praktisch wieder drin. Das heißt, er hatte Verständnis für die Sicherheitsbedenken von Gorbatschow, dass das wiedervereinigte Deutschland in der NATO sei. Und hinzu kam ja, dass die Versprechen gemacht wurden von Genscher, von, ich weiß gar nicht, von allen wen, ja, dass sich die NATO nicht einen Inch über das wiedervereinigte Deutschland ausdehnen würde.
Das wäre ja die Aussage. Und da sagen natürlich viele, ja, der Gorbatschow hätte sich da einen Vertrag machen müssen oder sowas, eine Zusage, eine schriftliche. Es gab 1963 auch keinen Vertrag mit Kuba, sondern da haben sich zwei Politiker zusammengesetzt und haben gesehen, also es geht so nicht weiter, wir müssen beide einen Schritt zurückgehen. Und es hat funktioniert und es wurde eingehalten. Die Amerikaner haben ihre Raketen aus der Türkei abgezogen und Russland hat seine Raketen aus Kuba abgezogen. Da gab es auch keinen Vertrag. 63 oder 62? Ja, 62 vielleicht. Ne? 62 wahrscheinlich. Ja. Und hier wird also immer wieder gesagt, naja, der war ja zu vertrauensselig, der Gorbatschow. Ich meine, die hatten ja auch ein tolles Klima, ein Verhandlungsklima, die beiden Präsidenten. Ja. Schon unter Reagan war das relativ entspannt gewesen. Ne? Und da lebe ich doch in einer ganz anderen Welt als sowjetischer Präsident, wenn ich sehe, ich finde Gehör, man geht auf mich zu, man kommt mir entgegen. Ja. Und deswegen hat er das so gemacht. Ja. Und welche Kräfte haben diesen Kurs, den es nach Ihrer Aussage auf Seiten der USA gab, haben den gedreht? Ja, also das waren die Kräfte, die wir als Neokonservative bezeichnen oder Neocons auf Englisch. Das sind, also die muss man an Personen festmachen. Ich nenne mal ein paar Namen, also Paul Wolfowitz, Richard Cheney, Richard Perle, wen hat er noch? Rumsfeld, ja. Und dann natürlich Intellektuelle, Robert Kagan, übrigens der Ehemann von Frau Nuland. Ja. Und also so aus diesem Milieu. Ne? Und die haben die hatten eine völlig andere Vorstellung von dem, wie sich die Welt entwickeln sollte nach dem Ende des Kalten Krieges und haben vor allen Dingen sich auf den oder die Chance gesehen, des unipolaren Moments, der jetzt gekommen ist. Und den müssen wir nutzen, damit das auch so bleibt. Ja, und die haben sich dann letztendlich durchgesetzt. Wobei man sagen muss, dass also Clinton am Anfang gar nicht für eine NATO-Osterweiterung war, Anfang 93. Aber dann haben sie ihn überzeugt. Ja, und haben gesagt, pass mal auf, du wirst doch wiedergewählt werden. Und in den Swing States, da gibt es sehr viele osteuropäische, also mit osteuropäischen Wurzeln. Ja, und wenn du die Swing States für dich entscheiden willst, dann stimmt der NATO-Osterweiterung zu. Und das hat er gemacht. Ja. Jetzt wieder der Sprung 22 zum 24. Februar. Manche sagen, Russland hätte das nicht machen sollen. Es hätte immer noch Alternativen gegeben. Wie sehen Sie das? Also die letzte Alternative aus russischer Sicht war der Versuch im November 21, die NATO und die Vereinigten Staaten in getrennten Papieren dazu zu bringen oder zu überzeugen, ein Abkommen zu machen, damit die Ukraine einen Neutralitätsstatus hat. Denn bis dahin hatten ja die Russen gesehen und die russische Seite gesehen, dass das Normandie-Format, also was nach Minsk II etabliert worden ist, nicht funktioniert hat. Der russische Außenminister hat das ja sogar öffentlich gemacht, den Briefwechsel mit den Außenministern Frankreichs und Deutschlands. Ja. Die wollten also immer irgendwie wieder doch Normandie-Format machen, aber das eigentliche Thema, nämlich das, was der Hannes Hofbauer als Föderalisierung der Ukraine angesprochen hat, sprich einen signifikanten Autonomiestatus mit einer Verfassungsänderung, das hätte bis Ende 2015 abgeschlossen sein sollen. Das war eine UNO-Resolution, umgesetzt in eine UNO-Resolution. Und das ist jahrelang nicht passiert, weil die Ukrainer das nicht wollten. Und deswegen war die letzte Chance für Russland eben dieses Papier, ja, wo sie gesagt haben, dieses Angebot, dieses Vertragsangebot. Und die Amerikaner haben ja nicht einmal verhandeln wollen darüber. Sie sind einfach brüsk zurückgewiesen. Ne? Und das vor dem Hintergrund, dass der Herr Präsident der Ukraine im März 2021 ein Präsidentendekret erlassen hat zur Deokkupation der vorübergehend besetzten Gebiete. Eine Anweisung an seine Streitkräfte. Das ist dann nochmal bekräftigt worden in einem Vertrags im November 21 mit den Vereinigten Staaten, ne, als der Kubela der Außenminister in Washington war, da haben sie das nochmal betont, nochmal bekräftigt, ja, in veränderter Form, aber inhaltlich genauso. Und damit war
nach dem, was Russland dann erleben musste im Rahmen der Beobachtung durch die OSZE, so ab Februar des Jahres 22, ein signifikanter Anstieg des Artilleriebeschusses von Seiten der Ukraine in der Ukraine. Die OSZE hat jeden Tag einen Bericht rausgegeben über ein Situation Report. Ja. Da ist das nachgewiesen, ja, und zwar auch, wer geschossen hat. Ja. Und das musste Russland als Anzeichen oder bevorstehenden Angriff werten, vor dem Hintergrund dessen, was Zelensky im Jahr zuvor als Präsidentenerlass verkündet hatte. Also so reime ich mir das zusammen. Ob jetzt die, sagen wir mal, entsprechende Dokumente, angeblich sind ja entsprechende Dokumente gefunden worden dann im März oder April, militärische Dokumente, die das bestätigen, dass der Angriff bevorstand, kann ich nicht sagen. Der Jacques Beau hat das aus einer Telegram-Quelle. Ich habe das mal so übernommen, ja, so als der ist ja kundiger als ich, der spricht auch Russisch, aber ich habe das nicht lesen können. Es gibt einen US-Autor, Abelow heißt er, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht erinnere, der sagt, er hat eine kleine Broschüre geschrieben, wie der Westen die Ukraine in den Krieg getrieben hat. Wie schätzen Sie das ein? Wer trägt letztendlich die Verantwortung für das, was bis heute an kriegerischen Auseinandersetzungen auf dem Gebiet der Ukraine läuft? Wer trägt dafür die Verantwortung? Ja, eindeutig der Westen. Ja. Mal ganz abgesehen von der ganzen Frage der NATO-Osterweiterung. Ja. Wenn das Minsk-II-Abkommen mit den Garantiemächten Deutschland und Frankreich umgesetzt worden wäre, und wenn die beiden Außenminister, der Franzose und der Deutsche, namens Steinmeier, ne, der heute in Sack und Asche geht, so viel Druck ausgeübt hätte, dass die Ukrainer das hätten machen müssen, die hätten ja nur die Mittel sperren können, dann wäre das alles vorbei gewesen. Ne? Nein, sie haben es nicht gemacht. Immer wieder wurde das vertagt und dann ins nächste Jahr verschoben und dann hat man hier geredet und dort geredet. Aber die waren ja nie bereit, von vornherein nicht bereit, dies zu tun. Und die wussten auch, warum. Poroschenko, der hatte die Rückendeckung in den USA. Denn die waren ohnehin sauer, dass sie bei dem Minsk-II-Abkommen nicht dabei waren. Ja? Das war ja nur zwischen Russland, der Ukraine, den beiden Oblasten und Deutschland und Frankreich. Und wenn das umgesetzt worden wäre, dann hätte es überhaupt keinen Grund mehr gegeben, für Russland irgendwo einzugreifen. Die hätten einen Autonomiestatus gehabt, die hätten ihre Sprache gehabt, ihre eigenen regionalen Polizeikräfte und so weiter. Aber innerhalb des Staatsverbandes der Ukraine und damit territoriale Integrität. Ja. So. Und die Ukraine hätten sie wahrscheinlich nicht zurückbekommen. Entschuldigung, die Krim hätten sie wahrscheinlich nicht zurückbekommen, weil das strategische Überlegungen der Russen waren. Die haben gesagt, wenn die Amerikaner Zugriff auf die Krim bekommen, dann beherrschen sie das Schwarze Meer. Und das ist für uns also eine absolut rote Linie. Aber wie gesagt, wenn dieses Abkommen umgesetzt worden wäre, hätte es diesen Krieg nicht gegeben. Da muss man ganz klar so sehen. Ja. Wie beurteilen Sie als ehemaliger NATO-Offizier, der auch mit Planung von theoretischen Kriegsgeschehen beschäftigt war, die ganz aktuellen Meldungen, dass jetzt US-Präsident Joe Biden freigegeben hat, dass ukrainische Piloten auf F-16 trainiert werden dürfen und Großbritannien will ja zusammen mit Niederlanden auch dafür sorgen, dass diese Flugzeuge in die Ukraine kommen? Wie beurteilen Sie das? Naja, also erstmal ist es eine weitere Eskalation. Ja? Also, und es zeigt eben, dass offensichtlich der Wille, diesen Krieg durch Verhandlungen hin zu einem Waffenstillstand und dann zu einem à la longue Friedensvertrag, mit dem beide Seiten leben können, zurzeit überhaupt nicht gewünscht ist. Ja? Ob sich das ändert in der nächsten Zeit, vor dem Hintergrund der amerikanischen Wahlen oder so, kann ich nicht beurteilen. Möglicherweise tut sich da was. Es gibt so Signale. Ja. Aber jetzt mal auch von der reinen Waffenfrage her. Ich habe mal eine Leserzuschrift gelesen von einem ehemaligen Luftwaffenpiloten in der FAZ. Und er schrieb also, ja, sagt er, westliche Flugzeuge für die Ukraine? Spannende Frage. Wir haben da so unsere Erfahrung gemacht. Und zwar 1992. Da haben wir NVA-Piloten von MiG-29 auf F-5 Phantom umgeschult in Wittmund, oben bei dem Jagdgeschwader Richthofen.
Und die waren tatsächlich nach 5 Monaten in der Lage, das Flugzeug auch bei schlechtem Wetter von A nach B zu fliegen. Aber Combat Ready waren sie erst 1,5 Jahre später. Das heißt, das Flugzeug einzusetzen im Kampfgeschehen, das konnten sie eben nicht nach dieser, sagen wir mal, rein fliegerischen Ausbildungszeit. Und so ist das hier natürlich ganz genauso. Das sind westliche Flugzeuge mit westlichen Systemen. Die sind nicht vergleichbar mit den russischen. Ja. Und das dauert eben eine Zeit. Ja. Und dasselbe trifft natürlich auch für Panzer zu, westliche Panzer. Ja. Mal abgesehen davon, dass man die Panzer alleine, natürlich, die können sie fahren, die können sie also können auch die Kanone bedienen, aber ein Panzer hat ja nur Sinn in einem System, was wir nennen den Kampf der verbundenen Waffen. Panzer, Infanterie, Schützenpanzer, Artillerie, Luftabwehr, alles zusammen. Das muss alles organisch zusammenliegen und das muss trainiert werden. Das können die Russen, das können die Ukrainer gar nicht, weil ihnen das auch nie beigebracht worden ist von den NATO-Kräften seit 2014. Denn die können selber nicht mehr. Die Amerikaner haben seit dem Zweiten Weltkrieg nie wieder so eine Art Krieg geführt, weil sie immer nur mit wahnsinnig unterlegenen Gegnern zu tun hatten. Ja? Aber nicht gegen den Gleichwertigen, der also auf gleicher Ebene mit Panzern und so weiter arbeitet. Ja? Deswegen können die das gar nicht mehr. Ja? Und die können es natürlich auch nicht weitergeben. Ja? Also das ist mit eines der größten Hindernisse. Also wenn, dann können sie den Panzer vielleicht als festes Geschütz für einen kurzen Zeitraum, um zu feuern, dann schnell die Stellung verlassen, bevor sie entdeckt werden, um woanders wieder zu schießen. Aber damit kann ich keine Offensive machen. Das ist völlig ausgeschlossen. Sie deuteten vorhin schon an, dass es möglicherweise Entwicklungen gibt, auch hin doch zu einer Verhandlungslösung. Nun hat Seymour Hirsch berichtet, dass US-Quellen ihm gesagt haben, es gibt aus Polen, aus Ungarn, aber auch aus Deutschland Druck auf Kiew, auf Zelensky, eine Verhandlungslösung zu suchen, auch verbunden mit einem möglichen Rücktritt von ihm. Und etwas Ähnliches habe ich gestern oder vorgestern bei Welt Online gesehen, Hinweise darauf, dass es zu einer überraschenden Beendigung des Krieges kommen kann. Also laut Welt Online, im Sommer gibt es nochmal harte Kämpfe, harte Schlachten mit ganz hohen Verlusten auf beiden Seiten, aber dann tritt eine Ermattung ein, die dann im Westen dazu führt, auch im nächsten Jahr weniger Waffen zu liefern und darauf zu drängen, dass es dort endlich eine Verhandlungslösung gibt. Wie realistisch ist das auch im Blick auf verschiedene Konflikte, auch im Kalten Krieg, die offen als Konflikt ausgeführt worden sind und im Hintergrund gab es ja eigentlich Gespräche? Also, da stecke ich nicht so drin. Ja. Also, ich höre da ab und zu mal Signale aus Washington, auch in der Washington Post oder so, wo man vermuten kann, dass die Amerikaner ungeduldig werden. Ja. Auch gerade jetzt, weil die Offensive findet ja nicht statt. Ich frage mich auch, mit welchen Kräften. Ja. Also, ich verlasse mich jetzt bei den rein militärischen Fragen ganz stark auf Colonel Douglas MacGregor. Der sollte übrigens mal Botschafter in Deutschland werden, ne? 21. Und der ist ein ganz kluger Kopf. Und er hat auch gute Verbindungen nach Russland, ins Militär aus seiner früheren Zeit. Und der sagt also, warten wir ab, bis das Wetter trocken wird und der Sumpf nicht mehr da ist. Sagt er, bisher versinken sie immer noch bis zum Hals in der schwarzen Erde. Sagt, da können sie einen Stein reinwerfen, der so fruchtbar ist, dann kommt da was raus. Und das muss jetzt erstmal abgewartet werden und dann werden die Russen mit ihren Kräften, die sie über die Teilmobilisierung ausgebildet haben seit Oktober, werden dort schon etwas zeigen. Ja? Also entweder kommen die mit ihrer Offensive, die Ukrainer, wie immer die auch klein die ausfallen mag, dann werden sie entsprechend reagieren oder sie werden letztendlich selber eine starten. Ne? Um, sagen wir mal, die Front zu begradigen oder so. Ne? Das glaubt er, ne? Dass das so ist. Ne? Er sagt, die haben ja mittlerweile mindestens 300.000 Soldaten ausgebildet, ja? Die im Hintergrund gehalten werden. Die Wagner-Truppe macht das ja in Bachmut, ja? Bisher. Also die Privatarmee. Ja. Also das ist so, auf den verlasse ich mich. Ja. Also ich selber, ich bin ja auch kein Heeresmann, ich bin kein Infanterist, ich bin bei der Luftwaffe.
Aber dem traue ich also eine Menge zu. Ne? Also der sagt also, dass er vergleicht das Vorgehen der russischen Streitkräfte in Bachmut jetzt insbesondere mit der Schlacht von Kursk 1943. Als der Stalin immer gedrückt hat, also Attacke, 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 und der Chef des Stabes dieser Armee den Schneid hatte, ihm zu widersprechen. Und das war ja nicht so ohne, ne, damals. Und wir sagten, nein, das machen wir nicht, sondern ich schlage was anderes vor. Wir lassen die kommen. Und dann machen wir sie platt. Mhm. Ja, wenn sie kommen, dann gessen wir sie ein. Aber wir greifen sie nicht an. Und genau das ist erfolgreich dann passiert. Ne? Nochmal zur Vorgeschichte. Sie, zur ganz langen Vorgeschichte gehören ja auch geostrategische Überlegungen von Halford Mackinder 1919 bis dann in die USA 1992, die Wolfowitz-Doktrin. Sie zitieren auch relativ aktuelle US-strategische Dokumente. Welche Rolle spielt das wirklich in diesem Konflikt, in diesem Krieg in und um die Ukraine? Ja, also das ist, sagen wir mal, der letzte oder der entscheidende Riegel, ja, zwischen Russland und Westeuropa mit der Ukraine. Deswegen steht die so im Mittelpunkt. Diese Idee des Riegels, also der Trennung zwischen Westeuropa, insbesondere Deutschland, und Russland ist uralt. Das hat der Mackinder 1919 in seinem Buch, das war ja eine Nachfolge seines Vortrags von 1904, dann ganz deutlich zum Ausdruck gebracht, einen dauerhaften Puffer zwischen Russland und dem Deutschen Reich, ja, zu machen. Das ist dann nur mal den Zeithorizont zu benennen. Der Willy Wimmer war im Jahre 2000 in Bratislava bei einer Konferenz für osteuropäische Staaten. Und er hat jenes American Enterprise Institute, das ich vorhin erwähnt habe, hat für das State Department die Konferenz organisiert. Und die haben dort unter anderem Folgendes gesagt: Es geht darum, einen Riegel von der Ostsee bis in die Türkei zu etablieren von Staaten, und westlich davon, das ist unseres, und östlich davon, das können die anderen haben, so ungefähr. Aber eben keine Verbindung mehr dazwischen. Ne? Und wir wissen das, weil Willy Wimmer dort eingeladen war, als Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, und so entsetzt war, dass er einen Brief an Bundeskanzler Schröder geschrieben hat, wo er das thematisiert hat. Und dieser Brief ist öffentlich zugänglich in den Blättern von 2007 oder so, ist er als Faksimile abgedruckt. Der Willy Wimmer hat ihn abgedruckt in dem Buch Die Akne Moskau. Das ist im Zeitgeist Verlag also erschienen. Ja. Also, das ist also zitierfähig, ja, und hat Hand und Fuß. Ja. Das war im Jahre 2000. So, also 80 Jahre nach 1919. So dass diese alten geostrategischen Pläne gewissermaßen weitergeführt werden, weiter umgesetzt werden. Ja, die sind weitergeführt worden, weil sie eben auch in das strategische Denken der amerikanischen Eliten übernommen worden sind von England. Das hing mit den personellen Verbindungen zusammen zwischen Mackinder und seinem amerikanischen Kollegen Bowman. Ja. Über den gibt es auch ein ganzes Buch von Neil Smith, das heißt Roosevelts Geograf. Ja, das ist der Mann. Das ist das ganze Buch über Isaiah Bowman. Ne? Und wie gesagt, er war Mann des Jahres im Time Magazine 1937. Mhm. Also eine ganz wichtige Figur, die dann eben in den War and Peace Studies beim Council on Foreign Relations ab 1939 eine ganz wichtige Funktion hatte, als Leiter einer Arbeitsgruppe. Mhm. Und damals gab es eben noch, also der Mackinder war, glaube ich, sogar in dieser Zeit sogar in den Vereinigten Staaten. Ja. Und wurde dann von Bowman nochmal animiert, in Foreign Affairs einen Aufsatz zu schreiben, ja, kurz vor seinem Tod. Also das ist eine enge Verbindung, weil auch der Bowman war in England, hatte der Verbindungen zu
Milners Kindergarten, Alfred Milners Kindergarten, also dem Round Table, ne? Das waren ja auch Vordenker, geopolitische Vordenker der Amerikaner. Und zu diesem Kreis hatte er enge Verbindungen und hat dann auch mit dem ein sehr persönliches Verhältnis gehabt zu dem, dem Leiter des Balliol Colleges, das ist in Oxford, glaube ich. Das war einer so eine Keimzelle dieser Vordenker. Die hatten nie eine Funktion, ja, im Staat, aber waren einflussreich. Und von daher kam eben diese Verbindung. Nochmal zu dieser Rolle der Ukraine. Russland begründet ja sein Vorgehen und auch Experten wie Jacques Beau benennen das so, dass es darum geht, Russland als möglichen zu verhindern, dass die Ukraine ein NATO-Stützpunkt wird, der zu einer direkten Bedrohung für Russland wird. Mhm. Nun ist es ja aber so geworden oder gekommen, dass Finnland und Schweden der NATO beitreten. Finnland ist jetzt schon beigetreten und haben ja auch eine ähnlich lange Grenze zu Russland. Warum ist die Ukraine anscheinend ein größeres Problem für Russland als Finnland und Schweden? Gegen Finnland und Schweden wird Russland keine militärische Sonderoperation führen. Warum gibt es da diesen Unterschied? Von Finnland und Schweden geht ja auch wenn sie NATO-Mitglied sind, keine Bedrohung für Russland aus. Es gibt ja keine ethnischen Verbindungen, es gibt keine historischen. Na gut, Finnland, aber das ist schon ein bisschen her. Von daher befürchten die das nicht so sehr. Es ist natürlich, sagen wir mal, die Entwicklung aus russischer Sicht eine Art Blowback, ne? Also wie man in der Geheimdienstsprache sagt, also ein nicht erwarteter Rückschlag, ja, an der Politik. Das muss man ganz klar sehen. Aber das ist für Russland nicht so entscheidend, ne? Sondern man muss halt einfach die historischen kulturellen Verbindungen zwischen der Ukraine und Russland sehen über Jahrhunderte. Ne? Das ist eine ganz andere Bedeutung, ja, als Schweden und Finnland. Und die Schweden und Finnen haben ja schon signalisiert, sie wollen keine NATO-Waffen auf ihrem Territorium stationieren. Gut, muss nicht das letzte Wort sein, aber zunächst einmal ist das nicht die große Gefahr. Eine letzte Frage an Sie als ehemaligen NATO-Offizier, der sich auch mit Kriegsplanung beschäftigt hat. Wenn Sie das beobachten, wie geht aus Ihrer Sicht, soweit Sie es beurteilen können, dieser Krieg aus? Oh je. Prognosen haben den Fehler, dass sie in die Zukunft gerichtet sind. Also, Entschuldigung, zumindest schließe ich aus, dass, was hier immer wieder postuliert wird, dass die Ukrainer siegen gegen Russland. Das ist für mich ausgeschlossen. Was ich hoffe, ja, ist, dass es über die Vermittlung der Staaten, die sich bereit erklärt haben, China, Brasilien, der Vatikan und andere, dass es nach einem Waffenstillstand über einen gewissen Zeitraum hin zu einer Lösung kommt, die Minsk II ähnelt. Wo die Ukraine sagt, okay, also in Gottes Namen auf die Krim, ne, müssen wir verzichten, aber wir stimmen eben um des lieben Friedenwillens, also dem zu, was wir jahrelang verhindert haben. Also das wäre die optimale Lösung. Und dann Ihre Erklärung, dass sie neutral bleibt. Ja. War ja schon mal so weit. Die waren ja in die Verhandlung schon so weit, dass Zelensky angeboten hat, dass die Ukraine neutral wird in den Verhandlungen, die in, glaube ich, sogar in Minsk liefen die, ne? Oder also es gab in Weißrussland, ja. Genau. Im März 22. Ja, und dann reiste Boris Johnson nach Kiew und hat ihm das ausgeredet, mit Zelensky. Und seitdem ist er Hardliner. Ne? Eine allerletzte Frage noch. Viele reden von der drohenden Gefahr des Atomkrieges. Rainer Rupp hat vor einiger Zeit in einer Veranstaltung gesagt, aus einer NATO-Erfahrung heraus werden die USA alles dafür tun, dass es zumindest keine, wie auch immer gearteten Atomwaffeneinsatz gegen Russland gibt, weil die Angst dann gibt es den russischen Gegenschlag auf US-Territorium. Und er rechnet deshalb nicht mit Atomwaffeneinsatz in dieser Auseinandersetzung. Wie schätzen Sie das ein? Ja, das sehe ich ähnlich. Ne?
Das sehe ich ähnlich. Wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter. Das ist nach wie vor, ist das so. Das wissen die Amerikaner. Und solange da kein Dr. Strangelove in den Präsidenten, ich kenne den Film, ja, Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben, dann sehe ich das auch nicht. Also das ist, und auch die Russen werden von ihrer Seite her nicht als erste Atomwaffen einsetzen. Ne? Es gibt nur eine Grenze, das hat Putin in den Reden immer wieder betont. Wenn die Existenz Russlands auf dem Spiel steht, dann ja, aber sonst nur als Reaktion. Schönen Dank. Unser Gastbeitrag. Unser Gastbeitrag. Als Kriegsfolge, wie der Kampf um die Ukraine die Welt verändert. Das ist ein Buch von Stefan Kraft, von dem das Buch geschrieben wurde. Das könnt ihr gerne, haben wir es da? Ja, wir haben es da. Ihr könnt das gerne hier auch kaufen. Und ja, unter diesem Titel ist das Buch im Promedia Verlag erschienen. Das Werk enthält Artikel von insgesamt 16 Autoren, in denen sich diese mit verschiedenen Aspekten des Kriegs in der Ukraine auseinandersetzen. Einer der beiden Herausgeber und zugleich Autor im Buch ist Hannes Hofbauer, der heute aus Wien zu uns gekommen ist und den ich ganz besonders herzlich hier begrüßen kann. Ein weiterer Autor ist Jochen Stolz. Den wir bereits zweimal hier im FZ zu Referaten bekommen haben. Schön, dass du wieder da bist. Beide Autoren werden ihre Artikel vorstellen. Begrüßen darf ich auch Sabine Kehlbeer. Die kennt ihr vielleicht. Die in dem Buch Kriegsfolgen den Artikel Framing and Wording in Kriegszeiten geschrieben hat. Beginnen wollen wir jetzt mit dem Beitrag von Hannes Hofbauer. Und anschließend hat dann Jochen Scholz das Wort. Und danach gibt es wie immer die Möglichkeit zur Diskussion. Dann immer wieder. Ja, danke für die freundliche Einleitung. Danke ans MEZ. Ich bin auch, glaube ich, schon das dritte Mal hier, also zumindest zweimal hier gewesen. Freut mich sehr, auch dass wir so viele Leute da sind, die das miteinander diskutieren können. Mit Jochen Scholz habe ich ausgemacht, dass er seinen Beitrag referiert, aber ich über das Buch allgemein ein bisschen was sage. Da kommt mein Beitrag natürlich prominent vor, weil da kenne ich mich am besten aus. Also das Buch heißt Kriegsfolgen und wir haben uns lange im Verlag überlegt, dass wir zu dieser Auseinandersetzung in der Ukraine... Um die Ukraine. So viele Leute hier. Ja, das war nicht ganz laut, das war gar nicht, aber kann man so auch machen, dass wir zu dieser Auseinandersetzung irgendwas machen müssen. Und es war uns einerseits klar als Historiker, also ich bin Wirtschaftshistoriker von der Ausbildung, dass man die Geschichte darstellen muss, dieses Konflikts, aber andererseits, naja, einen Ausblick wagt, was in Zukunft aus diesem Konflikt entsteht. Und da scheint uns die Unterschrift, eigentlich sehr passend, nämlich wie der Kampf um die Ukraine die Welt verändert. Weil das sich die Welt verändert, und zwar dramatisch in den nächsten Jahren, das glaube ich ist sicher und wird von allen so gesehen. Trotzdem haben wir in dem Band doch eine ganze Reihe von historischen Beiträgen aufgenommen, weil ohne die Geschichte natürlich auch die Gegenwart nicht zu verstehen ist. Die Zukunft kann man sowieso nur erraten. Und insofern haben wir das Buch, kann man sagen, drei Schwerpunkte. Das eine ist die Geschichte des Konflikts, das zweite ist die Folgen des Krieges und das dritte eben die Rolle der Medien, wo Sabine Kehlbeer zusammen mit Sabine Schiffer, also nicht zusammen, sondern getrennt, sich darüber in dem Buch auch äußern. Ja, zur Geschichte. Das entscheidende Verständnis für jeden Konflikt, eigentlich für jedes Ereignis, geht davon aus, dass man sich überlegen muss, wo beginnt man eine Geschichte zu erzählen. Und wenn wir unsere Medien ansehen, und da spreche ich jetzt als Österreicher genau für euren und unseren Medien, bei uns unterscheidet sich null von euren Medien, sie sind auch im Besitz sozusagen
deutscher Großunternehmen, außer der öffentlich-rechtliche, aber der ist so ähnlich wie eurer. Also unsere Medien lassen die Geschichte beginnen am 24. Februar 2022 mit dem völkerrechtswidrigen Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine. Vielleicht auch dazu eine ganz kurze Bemerkung. Wir haben uns ja eigentlich alle der Meinung in diesem Band, zumindest nicht abgefragt, aber so wie ich das, die Texte gelesen habe, vielleicht noch am ehesten Jochen Scholz, der da ein bisschen eine andere Position hat, dass der Angriff der Russischen Föderation ein völkerrechtswidriger Angriff war, weil er unter anderem auch einen Regimewechsel in Kiew beinhaltet hätte. Wenn er nämlich nur, unter Anführungszeichen, den Donbass, die Zurufe aus dem kurz davor als Republiken anerkannte Donbass, Volksrepubliken, wenn er nur dem gefolgt wäre, dann könnte man darüber streiten, ob er völkerrechtswidrig war. Gut, also das ist die Erzählung, die unsere Medien beherrscht. Der 24. Februar, da geht's los. Die russische Erzählung, beziehungsweise jene, die wahrscheinlich wie richtiger ist, beginnt mit den kriegerischen Auseinandersetzungen Anfang Mai 2014. Da war nämlich der Interimspräsident Jasenjuk, wir kennen ihn unter dem Kürzel Yats, weil die amerikanische Sonderbeauftragte Viktoria Nuland gesagt hat, wir wollen den Yats und nicht den Boxer, den Klitschko, den wollen nämlich die Deutschen und die Europäer zum Präsidenten. Und da hat dieser Jasenjuk Panzer vor Slowjansk aufmarschieren lassen und auch Hubschrauber Slowjansk bombardieren lassen. Das war am 2. Mai 2014. Das war eine Reaktion darauf, dass diese Geschichte, mache ich aber ganz kurz, die wissen wir alle, über den Maidan, also über den Februar 2014 hinaus, der Regimewechsel, der sicher verfassungswidrig war in Kiew, über diesen Maidan quasi die Ukraine zerfallen ist, in jene Kräfte, die diesen Maidan unterstützt haben, die ja heute an der Macht sind, und jene Kräfte, die dagegen waren. Das waren vor allem jene im Osten und im Süden der Ukraine, sozusagen Anti-Maidan-Kräfte, ich würde mal so subsumieren. Und die haben sich in jenen Gegenden, wo sie halt mehrheitlich vertreten waren, wo das Volk nicht für diese Änderungen im Regime in Kiew war, also das hat ja betroffen die Sprachen, die Kultur, viele verschiedene andere Repressionen gegen die russische und die russischsprachige Minderheit, die haben dort in den einzelnen Gegenden, Städten, eben auch in Slowjansk, das liegt ungefähr ein bisschen weiter nordwestlich von dort, wo heute die größten Kämpfe toben, die haben sich dort festsetzen können. Und anstelle, dass man das in irgendeiner politischen oder womöglich polizeilichen Initiative oder Repression auch gelöst hätte, hat Jasenjuk gleich Hubschrauber geschickt und Slowjansk bombardieren lassen. Also diese zwei Narrative, dass die ukrainische, also wir Deutsche in Deutschland und Österreich und den ganzen Westen eigentlich übernommen haben, also die Mainstream-Medien und die Politik, und dieses russische Narrativ, wonach es eben bereits im Mai 2014 losgegangen ist, auch Panzer nach Odessa sind, gerollt, genau, auch Anfang Mai 2014, die stehen einander gegenüber. Insofern war für uns klar, wir müssen Beiträge zu dieser Geschichte, dieses Konfliktes machen und haben uns dann einen ersten Beitrag gewidmet, den ich ganz kurz sozusagen durchgehen will, nämlich von der Historikerin Andrea Komloschi, die ist aus Wien und hat einen Beitrag geschrieben zum Thema historische Momente der ukrainischen Staatswerdung 1917 bis 1991. Das ist insofern von Bedeutung, als dass man einerseits sieht, dass dieser Staat, den es erst seit kurzem als territoriale Staatlichkeit gibt, also seit 2091 im Wesentlichen so wie er jetzt, also nicht, aber doch existieren sollte, von ukrainischer Seite aus betrachtet. Und hat auf der anderen Seite auch die Erkenntnis, bringt die Erkenntnis, dass so eine Staatswerdung eben sehr problematisch und sehr unterschiedlich und sehr auch mit unterschiedlichen Ideen einhergeht. Da waren die Bolschewiken in Charkow, Charkiw, da waren die Nationalisten mit Skoropadsky in Kiew, in der Rada, in der Volksrada, wie es geheißen hat. Da war dann Nestor Machno mit seiner anarchistischen Idee und seinem anarchistischen Territorium, was ungefähr ein knappes Jahr gehalten hat. Staatlichkeiten, die sich teilweise überlappt haben und teilweise gegeneinander gestanden sind,
während die Weiße und die Rote Armee gegeneinander gekämpft haben. Für mich als Erkenntnis war daraus besonders interessant, dass man gesehen hat, auch diese Konflikte, die damals natürlich intern verwurzelt waren, also Rote gegen Weiße, Rote gegen Nationalisten, Rote gegen Monarchisten, diese Konflikte immer auch von außen instrumentalisiert werden. Und damals war es vor allem die deutsche und österreich-ungarische Seite, Österreich-Ungarn war noch, so wie Deutschland, eben eine Monarchie, und die haben in allererster Linie darauf Wert gelegt, dass es Brot, Getreide, die ukrainische Seite Brot, Getreide liefert, für nicht nur die Soldaten der Deutschen und der Österreich-Ungarn, sondern auch für die Arbeiter und Arbeiterinnen in der Heimat. Gerade im Jänner 1918 waren große Hungerrevolten und man musste befürchten, dass von innen her diese Reiche zerfallen, was ja dann auch Gott sei Dank, und unser Begriff Gott in dem Zusammenhang wahrscheinlich unsinnig ist, passiert ist. Also das war für mich auch erkenntnisreich, dass man gesehen hat, es war schon 1917 folgende, in dieser ersten Zeit ausländische Interessen, in dem Fall die deutschen Interessen, die die ukrainische Nationalbewegung, in dem Fall Skoropadsky und andere, die sind, da kommen ja da alle vor, unterstützt hat, die auch bis Odessa marschiert sind und so weiter. Im Zweiten Weltkrieg war es dann umso sichtbarer, dass es wiederum natürlich ausländische Interventen waren, die sich auf der Seite der Ukraine eingemischt haben. Wir haben dann einen zweiten historischen Beitrag von Peter Wahl. Der dürfte den meisten bekannt sein. Er ist Gründer von Attac Deutschland und hat einen Beitrag geschrieben, der Krieg vor dem Krieg. Und ich habe mir einen Beitrag geleistet zum Thema Vilnius 2013 bis Minsk 2015. Ganz kurz dazu, für den einen oder die andere ist das wahrscheinlich bekannt, aber ich möchte es doch ausführen, weil das für mich die entscheidenden Zäsuren eigentlich waren, die einerseits die aggressive, nach vorne rückende Position der Europäischen Union im Zusammenhang wiedergeben und ein bisschen auch hinterfragen, das Narrativ, das bei uns in der Linken oder vielleicht auch in anderen Kreisen recht häufig ist, dass die Amerikaner alles bestimmen, was in dieser Region vor sich geht. Und dann eben mit Minsk 2015 die letzte Hoffnung, dass der Krieg, der ja schon getobt hat, zu dem Zeitpunkt zu einem Ende kommt. November 2013 in Vilnius, ein großer Kongress der Europäischen Union, der zum Abschluss einer jahrelangen Vorbereitungszeit, die seit 2009 gegangen ist, die sogenannten Assoziierungsverträge bringen sollte. Assoziierungsverträge der Europäischen Union als Ganzes mit 6 ex-sowjetischen Republiken. Das war die sogenannte Ostpartnerschaft und im Prinzip waren es Freihandelsverträge von der starken Europäischen Union gegenüber jeweils einzeln verhandelte bilaterale Gespräche mit den 6 Republiken. Das waren Georgien, das war Moldawien, die Ukraine, Belarus, Aserbaidschan und Armenien. Aserbaidschan und Belarus waren zu dem Zeitpunkt zwar formal in dieser Vorbereitungsgruppe dabei auf diese Assoziierungsabkommen, aber im Kern noch nicht so weit, auch von Brüsseler Seite und von der Seite von Belarus und Aserbaidschan auch keinerlei Wunsch, sich da ökonomisch unterzuordnen den neuen Gegebenheiten, die die Europäische Union angeboten oder aufgedrückt hat. Also ging es um die anderen 4 Länder und insbesondere um die Ukraine. Und der damalige Präsident Janukowitsch hat eigentlich in der Zeit davor, vor dem November 2013, heftig an diesen Assoziierungsabkommen mitgearbeitet. Also mitgearbeitet kann man nicht sagen, das waren so ähnliche Abkommen wie der Acquis Communautaire, den die EU dann auf die Ostländer übergestülpt hat. Also nicht wirkliche Verhandlungen, sondern ein Paket von Maßnahmen, Regimewechsel, raus aus dem russischen Energiebereich und, die einfach auf diese Republiken übergestülpt hätten werden sollen. Janukowitsch war im Prinzip dafür, hat sich erhofft, europäische Handelskontakte, bessere Vermarktung von ukrainischen Produkten, hat aber sozusagen von Moskau, die Stärke Moskaus in dieser wirtschaftlichen Sache ist sozusagen die Erpresserökonomie über Öl und Gas. Und da hat Moskau einen eigenen Emissär gesandt in diese 6 Republiken, eigentlich in 4 insbesondere, nämlich Sergei Glasjew, ein sehr interessanter Mann. Er ist dann neben Janukowitsch als erster auf die Sanktionsliste der EU und der USA gekommen. Und der hat Janukowitsch vorgerechnet, was es bedeutet,
wenn er diesem Assoziierungsvertrag zustimmt, nämlich, weil die EU natürlich auch das so vorgesehen hatte, keine präferierten Abkommen, Zollabkommen oder Handelsbeziehungen mit Nicht-EU-Staaten. Also das heißt, es wäre ein Bruch mit der russischen, sehr stark mit der russischen Ökonomie verbundenen ukrainischen gegeben. Und insbesondere was den Energiesektor betrifft, einfach andere Energiepreise. Und da war die Rechnung so, dass Belarus zu dem Zeitpunkt im Sommer 2013 170 Dollar für den 1000 Kubikmeter Gas bezahlt hat und die Ukraine bei 420 gelegen ist und die, sozusagen das Zuckerbrot von Jakubjasjew war eben die ukrainische, die ukrainischen Kosten, und um diesen Betrag zu minimieren, das hätte pro Jahr ungefähr 10 Milliarden Dollar gebracht. Janukowitsch hat aus Vernunftgründen in ökonomischer Hinsicht gehandelt und gesagt, dann machen wir das nicht mit dem Assoziierungsabkommen, hat Nein gesagt. Und das Spannende war ja, dass die Brüssel, die Europäische Union, dieses Nein nicht zur Kenntnis genommen hat. Also das war für mich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, fast unglaublich, weil da sagt ein wichtiger Staatsmann, der gewählt ist, und niemand hat seine Wahl damals angefochten, auf das Parlament, also die Verkhovna Rada, dass sie diesen Assoziierungsabkommen vorläufig nicht zustimmen wollen, sondern sie wollen weiter verhandeln. Und Brüssel entscheidet sich, die Proteste am Maidan, die aus dem Grund heraus ein bisschen manifester geworden sind, Jugendliche, die protestiert haben gegen die Oligarchenherrschaft, gegen eine politische Situation, die ihnen kaum Möglichkeiten gelassen hat, außer der Emigration, entscheidet sich dann diese Europäische Union, diese Proteste zu unterstützen. Es ist ja auch Westerwelle, in den letzten Tagen bis seines Außenministeramtes in Deutschland ist er auf den Maidan gefahren und hat dann zwischen Molotow-Cocktail werfenden Demonstranten, die mittlerweile schon von rechts sehr stark unterminiert waren, seine Rede für die Demokratie gehalten. Also das war sozusagen der Auftakt für den Zerfall der Ukraine, so will ich das zusammenfassen, weil dann letztlich die Krim russisch geworden ist, annektiert worden ist, sich an Russland angeschlossen hat, je nachdem, wie man die Erzählung annimmt, und die Volksrepubliken entstanden sind im Donbass mit Luhansk und Donetsk. Dann hat der Krieg eben begonnen von der Zentralregierung der Ukraine gegen die Volksrepubliken insbesondere. Und Minsk im Februar 2015 war der letzte Versuch bislang, diesen Krieg, diese Auseinandersetzung zu stoppen. Er war meiner Meinung nach hauptsächlich initiiert vom Kreml. Putin war überhaupt zu dem Zeitpunkt nicht interessiert, diese Volksrepubliken weder anzuerkennen noch gar in die Russische Föderation aufzunehmen. Das wäre eigentlich nur ein Kostenfaktor, würde ich auch meinen, dass es nach wie vor nur ein Kostenfaktor ist, jetzt umso mehr, als was für die Städte und die Produktionseinheiten eigentlich zerstört sind. Und hat es geschafft, deutsche, die französische Präsidenten und die Angela Merkel an einen Tisch zu bekommen, zusammen mit Poroschenko, dem damaligen ukrainischen Präsidenten, und mit Putin. Unter der Schirmherrschaft von Lukaschenko, dem weißrussischen Präsidenten, und am Katzentisch vorhanden waren die zwei Präsidenten der Volksrepublik. Minsk hat im Kerne einerseits einen Waffenstillstand, das waren seine 13 Punkte, kann man jederzeit nachlesen, ganz ein einfacher Vertrag, ganz unüblich für so eine wichtige Sache, würde ich meinen. 13 Punkte, da war der Austausch von Gefangenen, vor allem auch Waffenstillstand, Waffenstillstandslinien, Zonen und das für mich am interessantesten, eine Föderalisierung der Ukraine, die als Zentralstaat organisiert war und organisiert ist. Der Waffenstillstand, ich habe das in dem Buch, schreibt ein Schweizer Militär, der in der OSZE-Mission an führender Stelle in Donetsk war, von 2014 bis 2018, schreibt, dass dieser Waffenstillstand kaum je mehr als 3-4 Tage eingehalten wurde. Und der Meinung ist, dass es teilweise auch schon im Hinblick darauf war, von ukrainischer Seite zumindest, dass sie gesagt haben, wenn wir jetzt einen längeren Waffenstillstand einhalten, dann wird es das Problem geben, dass wir bei der nächsten Konfrontation keine militärischen Mittel mehr einsetzen können, weil dann heißt es, wir beginnen schon wieder mit dem Krieg. Also sozusagen eine ständige Stichelei in Richtung den Donetsker Volksrepubliken. Auf der Donetsker Volksrepublik-Seite nehme ich an, wird auch nicht lauter friedensbereite Menschen gestanden haben. Also das war sozusagen die Ausgangsposition von Minsk II und für das Ende des Jahres 2015 war vorgesehen eine Föderalisierung
der Ukraine mit ganz konkreten Schritten in Richtung weitgehender Autonomie des Donbass, also kultureller Autonomie, auch wirtschaftlicher Autonomie, auch Gerichtsbarkeit, natürlich die Sprache als Amtssprache des Russischen wieder zu installieren, die de facto seit 1991 eigentlich ausgehebelt war und Janukowitsch hat sie in den letzten Jahren wieder in den Teilen, wo die Menschen hauptsächlich Russisch gesprochen haben, einführen wollen. Also das ist sozusagen ein paar Vorschritte durch die geschichtlichen Teile dieses Buches und jetzt habe ich noch 10 Minuten, denke ich, um die Frage der Folgen des Krieges zu behandeln. Da sehe ich eigentlich drei Folgen, die Worte muss ich nicht ausdenken, ich glaube, die sind für jedermann und jede Frau ersichtlich. Das erste ist ein politischer Rechtsruck, sowohl in der Ukraine, sowohl in Russland, sowohl in Deutschland, Österreich. Das zweite ist ein Wirtschaftskrieg, der ständig eskaliert. Und daraus entstehen als drittes eine Entwestlichung des eurasischen Raumes. Ich komme zu den einzelnen Punkten kurz. Also der Rechtsruck ist zumindest in der Ukraine manifest. Wir haben in der Ukraine eine Gesellschaft, ich war oft als Reporter und Journalist dort, allerdings nicht mehr seit dieser Krieg im Gange ist, also nicht mehr seit 2014. Das war schon so, dass die ukrainische Gesellschaft eine größere rechte und rechtsradikale Gruppe hatte, die auch ein bisschen hinein in die Eliten ging. Ja, also Para, es ist genug, das war so eine schwarz gekleidete, nach Otpor-Methode, die serbische Otpor war da so das Vorbild, Gruppe, die mit der weißen Faust gegen die Politik in Kiew gezogen ist. Aber es war doch der rechte Sektor, und da meine ich jetzt nicht den Namen rechter Sektor, den es ja auch wirklich gegeben hat, aber der rechte Sektor in der Gesellschaft überschaubar. Es war nicht eine rechtsradikale Gesellschaft als Ganzes. Und ich meine, dass heutzutage die Ukraine, also dass das rechte Gedankengut weiter verbreitet ist, dass die ukrainische Gesellschaft insgesamt weiter nach rechts gerückt ist. Und die Ironie an der Geschichte ist ja, dass Putin eines seiner Argumente, warum er den Einmarsch in die Ukraine getätigt hat, war, dass er dort denazifiziert, wie es geheißen hat, das mag ihm am Boden gelungen sein mit der Zerschlagung der Azov-Bataillone in Mariupol, aber in der Gesellschaft ist das nicht nur nicht gelungen, sondern ist das Gegenteil passiert. Und das wirkt sich natürlich auch aus, das komme ich aber noch dazu, auch auf die deutsche und auch die österreichische Gesellschaft, weil die Flüchtlinge, die hierher kommen, bringen natürlich ein nationales, ein nationalistisches, ein kernrechtes Gedankengut mit und bestimmen dann in den Kreisen, in denen sie tätig sind, ihre Kinder in die Schule gehen, auch unsere Gesellschaften mit. Ich vergleiche das immer mit 73, 74, wo zumindest in Österreich sehr viele chilenische Flüchtlinge gekommen sind, wo es eigentlich einen sichtbar, spürbaren, ich war damals junger Student, Linksruck gegeben hat, weil man da also eigentlich linkes Gedankengut erfahren hat von Leuten, die vertrieben wurden von Pinochet, dem rechten Diktator. Ja, Rechtsruck aber auch in der russischen Gesellschaft, da habe ich mich schon öfter mit Leuten gestritten, die das nicht wahrhaben wollen oder die vielleicht auch recht haben. Ich bin ja da auch angewiesen auf Berichte. Wir haben einen Bericht von Boris Kagalitsky in dem Buch, das ist ein trotzkistischer, ewig Oppositioneller in Russland, schreibt auch oft in der Jungen Welt oder hat geschrieben, ich weiß nicht, wie die Junge Welt heute zu ihm steht, der auch im Mossowjet war, politisch tätig war und auch im Gefängnis schon gesessen ist in der letzten Zeit, also nicht jetzt in Kriegszeiten, aber immer wieder, und sehr stark die Oligarchenherrschaft, die putinsche Oligarchenherrschaft kritisiert. Ich würde darüber hinaus auch noch vermerken, dass ich denke, dass insgesamt sozusagen von der kulturellen Einschätzung oder von der Definition der Staatlichkeit und der Nation, sagen wir so, der Definition der Nation, da ein Rechtsruck stattfindet, während eigentlich die längste Zeit von der Sowjetunion auf, natürlich angefangen, aber auch noch in der Russländischen Föderation, und da gebrauche ich jetzt dieses Wort absichtlich, ein Nationsbegriff vorgeherrscht hat, der territorial definiert war. Also man ist Russe, wenn man aus dem Territorium ist, also dem Französischen ähnlich,
hat man jetzt sozusagen eher einen Nationsbegriff vor sich, der ethnisch national ist. Also Ruski wäre das Nationale, Rusiski wäre das russländisch territorial gebundene Nationsverständnis. Und das kann ich eigentlich nur als Rechtsruck definieren. Rechtsruck aber auch in unserer Gesellschaft. Also in Deutschland insbesondere, sehe es in anderen europäischen Ländern ähnlich, aber wenn man sich anschaut, wie die ehemalige Linkspartei und manchmal immer noch als Linkspartei definierte Grüne Partei ihre Wahlplakate nach deren Waffenlieferungen in Kriegsgebiete unter ihnen nicht stattfinden werden, ins Gegenteil verkehrt, wie sie missionarisch auftreten, ihre Werte aufzwingen, den bösen Russen, dann ist das sozusagen eine Sache, die ich schon als extremen Rechtsruck bezeichnen würde. Und das ist ja nur ein Teil der Gesellschaft, die Grünen. Sie sind überproportional vertreten, überproportional in ihrer tatsächlichen Wichtigkeit, aber das ist auch gut gemacht und medial unterstützt. Also das wäre die eine Folge, Rechtsruck, in, soweit ich sehen kann, was auch nicht so verwunderlich ist bei Krieg, glaube ich, kann es nie Linksruck geben, außer es ist sozusagen ein revolutionärer Krieg, aber der steht derzeit nicht zur Debatte. Zweite große Folge, der Wirtschaftskrieg. Den Wirtschaftskrieg kennen wir seit, also als wirtschaftliche Auseinandersetzung mit Sanktionen seit April 2014. Da hat die Europäische Union und die USA haben Sanktionen gegen Bankensektor, gegen Dual-Use-Güterproduzenten und auch gegen Produzenten von Erdölförderungsanlagen erlassen. Russland hat damals reagiert mit der Einfuhrsperre von Agrargütern für jene Länder, die diese Sanktionen erlassen haben, also quasi die gesamte EU und die USA und Kanada und Norwegen und Australien. Das ist ungefähr mit Japan zusammen, glaube ich, dann dieser Weste, Wertewesten. Die Folge davon war einerseits natürlich, dass so Länder, die da nicht mitgemacht haben, wie die Schweiz, die haben gar nicht gewusst, wie viel Käse sie aus Frankreich importieren können, um ihn umzupacken und nach Russland zu führen, oder Serbien, die auch an ihrer Umpackung ständig dabei waren, da Produkte nach Russland zu exportieren, die ansonsten die Länder nicht durften. Aber es hat natürlich auch einen importsubsidierenden Effekt gehabt, dass sich russische Oligarchen sogar, die ja ohne dies schon sehr in Sichtweite von Sanktionen gestanden sind, entschieden haben, auf dem heimischen Markt zu investieren. Der tatsächliche große Wirtschaftskrieg hat dann am Tag nach der russischen Intervention in der Ukraine angefangen, am 25. Februar 2022. Und seitdem haben wir 10 Pakete der Europäischen Union, die diese Sanktionen ständig füttern. Der erste Paukenschlag für diese neuen Sanktionen, die ja mittlerweile fast alle Bereiche umfassen. Jetzt geht sogar an die russischen Diamanten. Ich kann mich kaum halten vor lauter Trauer. Entschuldigung. Ich bin manchmal jetzt ein bisschen ironisch. Aber der erste wirklich große Paukenschlag war das Einfrieren von 300 Milliarden russischen Zentralbankgeldern. Das hat es eigentlich in der Form noch nie gegeben. Und das ist schon eine andere Dimension, und heute diskutieren Länder, die da diese Einfrieren gemacht haben, ob sie das auch stehlen sollen, und der ukrainischen Seite, also sprich den militärischen industriellen Komplex, der die Ukraine mit Waffenfüttern zur Verfügung stellt. Tatsächlich hat es nebenher auch noch mehrere tausend Oligarchen getroffen, russische Oligarchen, deren Assets, deren Eigentum, Schiffe, Boote, Immobilien und so weiter. Und Kanada hat bereits ein Gesetz beschlossen vor kurzem, dass diese Einfrierungen, die betreffen aber noch nicht jetzt die Zentralbankgelder der russischen Zentralbank, dass diese Gelder auch freigegeben werden können, um sie der Ukraine zur Verfügung zu stellen. In den USA hat es ein erstes Gerichtsurteil gegeben, das eben in diese Richtung auch gedeutet hat. Das erinnert mich ein bisschen, weiche ich ab, aber an die 40er Jahre, wo im Baltikum das baltische Gold vor den Sowjets in den Westen transportiert worden ist. Also die Sowjets waren natürlich vor allem lettische Sowjets und so. Das muss man immer dazu sagen, weil die Leute glauben, da kommen irgendwie bösen Russen, sondern das waren örtliche Sowjets, die halt diese Sowjetrepubliken ausgerufen haben. Und dieses Gold, was damals das baltische Gold gerettet hat vor dem Zugriff der Kommunisten, der Bolschewisten,
war dann nach 1990, 91, wo die baltischen Republiken unabhängig geworden sind, plötzlich wieder im Fokus. Und da hat sich herausgestellt, dass die Briten das Gold verprasst haben, indem sie es ihren landwirtschaftlichen Großgrundbesitzern gegeben haben, die von den baltischen Kommunisten enteignet worden sind. Die Amerikaner haben es ausgegeben für politische Aktivismus gegen den Kommunismus in Estland, Lettland und Litauen. Nur die Franzosen hatten noch ein paar Tonnen liegen und das wurde dann aufgeteilt. Das nur so am Rande. Und ich bin schon am Schluss meiner Ausführungen, will aber noch als wesentlichen Punkt der Folgen des Krieges über die Entwestlichung sprechen. Die Entwestlichung, so nenne ich das, das habe ich irgendwo gelesen, das ist nicht von mir erfunden, ist insofern, glaube ich, sichtbar, als dass wir in unseren Medien oder wenn man nur unserer Erzählung folgt, der herrschen der Meinung sind, Russland ist isoliert. Und irgendwie stimmt das ja auch in diesem transatlantischen, in dieser transatlantischen Blase, die nicht unwichtig ist. Ja. Aber in der Welt, wenn man ein bisschen über den Tellerrand dieses transatlantischen Tellerrands hinaus sieht, ist die Isolation nicht so gegeben, sondern fast im Gegenteil, entwickelt sich im eurasischen Raum mit dem sogenannten globalen Süden eigentlich eine außerhalb des Dollarraums sich immer mehr entwickelnde Allianzen, wirtschaftlich in allererster Linie, von denen rede ich. Ja? Also da handelt Saudi-Arabien seine Energie mit China in der chinesischen Währung, da gibt es einen Währungskorb von Rupien und Rubel für den indischen, russischen Austausch, der nicht gut funktioniert, weil die Rupie quasi täglich auf- und abhupft, wie nur. Aber trotzdem, Malaysia schließt sich an. Es gibt sozusagen sehr viele Indizien, die dafür sprechen, dass der Dollar an Leitwährungsfunktion für die Welt verliert. Und das sind einerseits Indizien, andererseits auch bereits statistische Zahlen. Ich glaube, es war die Weltbankchefin, die vor kurzem gesagt hat, dass es um 10-12% weniger Dollarhandel gibt als noch vor 10 Jahren. Dazu kommt auch, dass die Handelswege sich ändern. Also das hat da schon vorher angefangen, 2013 mit der Seidenstraße der chinesischen, die damals vollmundig mit 1000 Milliarden Dollar, rechnet doch immer in Dollar, angekündigt worden ist, die natürlich auch sehr stark auf dem Landwege funktioniert, weniger über das Meer, was den Vorteil hat, dass man sozusagen Sanktionierungen ausweicht, was auch den Vorteil hat, dass man die Staus im Suezkanal umgehen kann. Bin jetzt schon fertig. Das war das Schlusswort, aber weil du mich jetzt so provozierst, sage ich nur eine Sache. Die Sanktionen, ja, sind völkerrechtswidrig. Und da sage ich noch warum. Weil sie von der UNO nicht ausgegeben worden sind, geht ja nicht, Russland würde dagegen sein, China wahrscheinlich auch, und weil die WTO, also die Welthandelsorganisation, eigentlich auch erlaubt, quasi die Aufhebung von Freihandelsbedingungen, Russland ist ja in der WTO, also quasi Sanktionen zu erlassen, in dem Fall, in dem ein Staat sicherheitspolitisch oder wirtschaftspolitisch bedroht ist. Das heißt, die Ukraine kann Sanktionen gegen Russland erlassen, auf Basis dieser Rechtsprechung und Gerichtsbarkeit, aber nicht die USA oder nicht Deutschland, weil ich glaube, wir sind nicht bedroht von den Sanktionen Russlands, wir sind bedroht von unseren Reaktionen auf die russische Politik. Danke. Unser Gastbeitrag. Unser Gastbeitrag. Also ich werde mich im Wesentlichen an meinen Beitrag in diesem Buch entlanghangeln. Ich werde aber nicht alles erzählen, was ich da beschrieben habe, sondern die wesentlichen Punkte erwähnen. Ich will aber zunächst noch mal ganz kurz auf das Jahr 2014 eingehen, was ja gerade erwähnt worden ist mit den Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und der Ukraine. Und darf zitieren den damaligen Generalsekretär des Auswärtigen Dienstes der Europäischen Union, der hieß Pierre Vimont. In der vorherigen Europäischen Kommission. Der hat sich bitter beklagt in einem Interview, dass die Funktionäre innerhalb der Europäischen Kommission aktiv verhindert haben, dass überhaupt Gespräche stattfinden, um einen Kompromiss zwischen der Europäischen Union und den russischen Interessen zustande zu bringen, sodass die Ukraine in einer Art, naja, Brückenfunktion, ökonomischen Brückenfunktion gewesen wäre.
Und das haben die entscheidenden Kräfte innerhalb der Europäischen Kommission verhindert. Aber das nur als Anknüpfungspunkt an das, was Hans Hofbauer vorgetragen hat. Wenn wir uns Texte anschauen, die so in dem letzten Jahr auch aus linken Kreisen publiziert worden sind, dann fehlt immer, also ein Satz fehlt nicht. Der heißt nämlich, der Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine ist durch nichts zu rechtfertigen. So. Es gibt aber in der Rechtsprechung einen Satz aus dem alten römischen Recht, der heißt Audiato et altera pars. Und das heißt, man muss auch die andere Seite hören. Übertragen auf die Politik heißt das, man muss die Interessen der Konfliktparteien, sowohl der einen als auch der anderen, berücksichtigen, analysieren und in Rechnung stellen und als Grundlage nehmen für das, was man politisch tut. Und das fehlt eben hier völlig. Es fehlt völlig, weil, wie das vorhin auch erwähnt wurde, der Krieg ja am 24. Februar 2022 angefangen hat. Das ist natürlich nicht der Fall, wenn man den Krieg natürlich als unmittelbares Geschehen sieht, also am 24. Februar hat er angefangen, ja natürlich, dann hat er dort angefangen. Aber kein Krieg in der Weltgeschichte ist ohne Vorgeschichte ausgegangen. Und diese Vorgeschichte muss man einfach anschauen. Das ist etwas problematisch und etwas schwierig, weil diese Vorgeschichte ja mittlerweile 33 Jahre dauert. Nämlich seit 1990, diese Vorgeschichte. Und deswegen will ich so die wesentlichen Punkte aus dieser Vorgeschichte erwähnen und teilweise auch dann hier zitieren aus meinem Text, also nicht zitieren, sondern Zitate, die in diesem Text drinstehen. Denn ich habe hier über 60 Anmerkungen drin, die kann ich hier nicht alle präsentieren. Ich sage aber auch, wer also Interesse hat an dem Text, der möge sich an Andreas wenden, dann kann ich den Ihnen als PDF zukommen lassen, da können Sie dann selber auch selber alle Quellen nachlesen und nachprüfen. Gut, ich fange mal an mit der uns oder von vielen von uns noch bekannten Euphorie, nachdem also die Wiedervereinigung kam und das sich alles abzeichnete. Wir hatten Ende der 80er Jahre bereits den INF-Vertrag von Helsinki, also den Vertrag über die Abrüstung und Abschaffung der Mittelstreckenwaffen. Pershing 2 und wie hießen die anderen? SS-20. Das hat ja, war ja eine jahrelange Diskussion. Das war dann über die Bühne zwischen Ronald Reagan und Gorbatschow. Alles war auf Entspannung aus. Und dann kam es also zu der Möglichkeit, wo der Bundeskanzler Kohl also den Mantel der Geschichte, wie er immer gesagt hat, ergriffen hat. Und die Ankündigungen, die also bereits aus Moskau vorlagen, in CDU-Kreisen, kann ich nicht mehr ausführen, aber das war schon seit ein, zwei Jahren, war schon im Gespräch, dass die deutsche Frage wieder auf der Tagesordnung steht. Aus Moskau, aus dem Politbüro, hat sich das ergeben. Gut, wir alle haben also uns gefreut, dass jetzt die vielen Milliarden an Rüstungsausgaben dorthin gelenkt werden, wo sie eigentlich hingehören, nämlich in die soziale Frage, in die Wirkungszusammenarbeit und ähnliches mehr. Und das sah ja auch alles ganz gut aus am Anfang. Right? Also April und Mai so etwa 1990 war Michail Gorbatschow in Washington und hat dort Gespräche geführt mit Vater Bush, der amerikanische Präsident. Ja, wirklich, ja. Und das war ja damals ein relativ enges Verhältnis auch zwischen der deutschen Regierung und der Regierung Bush. Und dann hat der Präsident Bush den Bundeskanzler Kohl angerufen und hat ihm erzählt, was er denn da so gesprochen hat mit Michail Gorbatschow. Das ist mittlerweile öffentlich im National Security Archive, das ist eine NGO,
in den Vereinigten Staaten, die auf der Basis des Freedom of Information Act arbeitet. Und die hat diese ganzen Dokumente aus dieser Zeit veröffentlicht, schon vor ein, zwei Jahren. Und aus diesem Gespräch mit Bush und zwischen Bush und Kohl darf ich ihn mal ganz kurz zitieren. Da sagte nämlich der Helmut, der Präsident Bush, also lieber Helmut, ich will dir mal erzählen, was da so zwischen uns gesprochen war. Er, sagte Gorbatschow, interessierte sich auch sehr dafür, wie die NATO ihre Doktrin ändern könnte. Und ich las ihm Artikel 2 der NATO-Charta vor, auf den mich Brian Mulroney aufmerksam gemacht hatte, um ihm den politischen Charakter der NATO zu zeigen. Den politischen Charakter. Meiner Ansicht nach wird es von entscheidender Bedeutung sein, dass wir auf dem NATO-Gipfel, der stand also wenige Wochen später an, in London 1990, Schritte unternehmen, um ihn, Gorbatschow, davon zu überzeugen, dass die NATO sich in einer Weise verändert, die die sowjetische Sicherheit nicht bedroht. Das ist eine starke Aussage und die wurde auch umgesetzt, nämlich in dem NATO, in der Abschlusserklärung des NATO-Gipfels von 1990. Der ist nämlich überschrieben Transformation of NATO, also Transformation der NATO, weg vom militärischen Schwerpunkt hin zum diplomatischen Schwerpunkt. Also als sie sollte den Charakter einer, so steht das auch in dem Text drin, einer transatlantischen Sicherheitsdiskussion oder Sicherheitsforum werden, wo man also die Sicherheitsfragen diskutiert. Also das sah eigentlich alles ganz gut aus. Kurze Zeit später kam im Rahmen der OSZE die Charta von Paris, auch 1990. Und in dieser Charta von Paris hat man erstens die gegenseitigen Sicherheitsinteressen anerkannt, wo man hat festgeschrieben, dass niemand seine Sicherheit auf Kosten der anderen Seite organisiert. Also gemeinsame Sicherheit oder Sicherheit miteinander. Also das waren die, sagen wir mal, für uns alle aussichtsreichen Perspektiven für die kommende Zeit. Nun kann man natürlich sagen, dass der Vater Bush von hinten bis vorne gelogen hat. Ja, und den Gorbatschow nur an der Nase herumgeführt hat. Ich glaube nicht, dass das so war, sondern ich glaube eher, dass die Kräfte in der außenpolitischen Elite der Vereinigten Staaten, denen diese ganze Richtung nicht passte, gegengehalten haben, und zwar relativ früh, aber gegen Ende der Dienstzeit von Präsident Bush. Der wurde dann abgewählt und es kam 1993 Clinton ans Ruder. Ich mache das fest einfach an Personen, an deren Funktionen und an den Papieren, die sie veröffentlicht haben. Wir haben eine Quelle aus dem Jahre 1991 im Frühjahr. Da gab es noch ein Treffen der politischen Direktoren der Vereinigten Staaten, Frankreichs, der USA und Deutschlands. Die Vereinigten Staaten hatte ich schon erwähnt. Und Frankreich, oh ja. Und zwar hier in Berlin im Auswärtigen Amt. Und da hat man die Erweiterung der NATO um Staaten wie Polen und ähnliche abgelehnt. Die Quelle findet sich bei Mark Trachtenberg, das ist ein amerikanischer Historiker, der hat das vor gut 2000 Jahren, hat er das ja in längeren Texten öffentlich gemacht. Wenn Sie den auf Deutsch haben wollen, dann schauen Sie mal in die Blätter, das Blättchen, nicht in die Blätter, sondern in das Blättchen. Ich glaube, in der Ausgabe vor 2 Monaten oder so ist der gesamte Text auf Deutsch mit Genehmigung des Herrn Trachtenberg abgedruckt. Die Frage, wo nahmen diese Kräfte, von denen ich gesprochen habe, also ich nenne mal Namen, Verteidigungsminister Cheney, sein Stellvertreter Wolfowitz und noch ein paar andere, die also offensichtlich Bauchschmerzen hatten bei dem, was sich da
aus Ihrer Sicht negativ für die Vereinigten Staaten abzeichnet. Woher nahmen die ihre, na sagen wir mal, ihre Vorstellungen von der amerikanischen Rolle in einer sich verändernden Welt, die ja relativ statisch gewesen war in den 40 Jahren oder mehr als 40 Jahren des Kalten Krieges und nun plötzlich sich ganz neue Perspektiven eröffnen. Und ich bin da fündig geworden, wahrscheinlich, dass in einem kürzlich erschienenen Buch in den Vereinigten Staaten Stephen Wertheim Tomorrow the World, also morgen die ganze Welt, der Ursprung der amerikanischen Suprematie, globalen Suprematie, und zwar militärisch dominiert. Und dieser Ursprung, den führt Stephen Wertheim, der ist übrigens in der Carnegie Endowment for Peace tätig und im Quincy Institut. Das Quincy Institut in Amerika ist ein Institut, das vor 4, 5 Jahren oder 6 Jahren gegründet wurde, ist benannt nach dem 5. amerikanischen Präsidenten John Adams Quincy, der ja damals auch eine bahnbrechende Rede gehalten hat und gesagt hat, wir gehen nicht nach außen, um Monster zu suchen, die wir zerstören können. Das kam ja lange her. Und dieser Zeitpunkt, zu dem die Amerikaner oder die Vereinigten Staaten entschieden haben, künftig global militärisch zu dominieren, den legt er fest auf die Niederlage Frankreichs 1940 gegen Deutschland. Und dort sind im Council of Foreign Relations Papiere erarbeitet worden und Vorstellungen entwickelt worden für die Nachkriegsordnung, aber auch für das Kriegsgeschehen. Und da bestand die Befürchtung aus Sicht der Leute, die dort gearbeitet haben, in diesen War and Peace Studies, dass, konnte man ja damals noch nicht abzählen zu diesem Zeitpunkt, dass Deutschland möglicherweise auch erstmal ganz Europa beherrschen würde und dann vor allen Dingen auch England besiegen würde, um dann also Zugang zum britischen Empire und zur britischen Flotte zu bekommen. Und das war der entscheidende Punkt, als man gesagt hat, jetzt müssen wir also künftig für alle Zeiten, und mittlerweile ist es ja Normalität geworden, auch in den Vereinigten Staaten, die Welt auch militärisch zu dominieren. Ich will da nochmal auf diese weitere Geschichte eingehen, was sich dann im Laufe des Jahres 1992 tat, also in der unmittelbaren Endphase der amerikanischen Präsidentschaft unter Bush. Dort machte nämlich der stellvertretende Verteidigungsminister Wolfowitz, der machte ein Papier für die Streitkräfteplanung der Jahre 94 bis 99. Also, so heißt das offiziell, das Papier. Und das wurde geleakt an die New York Times und ist seitdem in der Welt als Wolfowitz-Doktrin oder No-Rivals-Plan, also Verhinderung eines Rivalen in der Weltgeschichte. Und ich darf mal zitieren aus diesem No Rivals Plan, da sagt er nämlich, unser erstes Ziel besteht darin, das Wiederauftauchen eines neuen Rivalen zu verhindern, der entweder auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion oder anderswo eine Bedrohung in der Größenordnung der früheren Sowjetunion darstellt. Dies ist eine der wichtigsten Überlegungen, die der neuen regionalen Verteidigungsstrategie zugrunde liegen und erfordert, dass wir uns bemühen, jede feindliche Macht daran zu hindern, eine Region zu beherrschen, deren Ressourcen unter einer konsolidierten Kontrolle ausreichen würde, um eine globale Macht zu schaffen. Ja, das sind also spannende Sätze, die also im völligen völligen Widerspruch zu dem stehen, was Vater Bush noch ein Jahr vorher in der Öffentlichkeit verkündet hatte. Ich will da an dieser Stelle auch nochmal sagen, warum Deutschland überhaupt, das wiedervereinigte Deutschland, in der NATO geblieben ist. Das war eine Entscheidung, die im Dezember 1989 getroffen wurde, als der Bundeskanzler Kohl einen ihm engen vertrauten Mitarbeiter namens Willy Wimmer beauftragt hat. Der war damals Staatssekretär, also parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium, ein Papier zu dieser Frage zu entwerfen. Und in diesem Papier hat Willy Wimmer mit Hilfe seines Büroleiters, der
im Wesentlichen der Urheber dieses Papiers war, formuliert, wenn Deutschland, das wiedervereinigte Deutschland, in dieser Situation, in der wir uns befinden, und dazu sage ich gleich noch was, entscheiden würde, nicht in der NATO zu bleiben, dann, also ich sage das jetzt mit meinen Worten, dann wäre in Europa die Hölle los. Warum? Aufgrund der historischen Erfahrungen, die Europa mit Deutschland gemacht hat, würden sofort alle Alarmglocken klingen und die Frage gestellt werden, was haben die jetzt wieder vor? Ja? Das war der Grund, um auch die Sowjetunion zu beruhigen, ja? Dass wir in der NATO bleiben und die sollen sich ja nicht nach Osten ausdehnen, sodass also die Sowjetunion beruhigt sein konnte, die europäischen Nachbarn beruhigt sein konnten und auch die Vereinigten Staaten zufrieden sein konnten. Also das war die Grundidee, warum Deutschland 1990 und dann nach der Wiedervereinigung in der NATO geblieben ist. Da komme ich dann später nochmal drauf. Der Entwurf von Wolfowitz, dieser Paul Rivers Plan, der ist dann später noch etwas verändert worden, aber im Kern ist dieses Dokument dann auch so formuliert worden. Und das Ganze lief parallel mit einer weiteren Entwicklung. Es gab nämlich eine amerikanische Denkfabrik, die heißt American Enterprise Institute. Eine republikanische Denkfabrik, und in dieser Denkfabrik konzentrieren sich alle, die wir so als Neocons bezeichnen. Und die haben 1997 eine Arbeitsgruppe gebildet, die hieß A Project for the New American Century. Und beteiligt waren daran also diese ganzen bekannten Namen, die wir als Neocons kennen. William Crystal, Paul Wolfowitz, Richard Cheney, Richard Burr, den haben wir noch, also ich habe sie nicht alle drauf, aber das kann man alle nachlesen. Diese Arbeitsgruppe hatte im Grunde genommen den Auftrag, den sie wie folgt formuliert hat. Gegenwärtig haben die Vereinigten Staaten keinen globalen Rivalen. Amerikas große Strategie sollte darauf hinauslaufen, diese vorteilhafte Position so weit wie möglich zu bewahren und auszubauen. Es ist wichtig, dass die NATO nicht durch die Europäische Union ersetzt wird, also sicherheitspolitisch, ja, wodurch die Vereinigten Staaten in europäischen Sicherheitsangelegenheiten kein Mitspracherecht mehr hätten. So, das sind entscheidende Punkte. Es gibt noch viele andere Punkte, die erwähnenswert sind, bis hin zur Frage von biologischen Kampfstoffen. Aber das Dokument ist leider nicht mehr auf der Webseite des American Enterprise Institute zu finden. Man kann es nur über die Wayback Machine, gibt es ein Internetinstrument, da kann man das noch finden und sich dann auch runterladen. Ja, und dann ging es natürlich weiter. Ne? Also Clinton war dann Präsident und die Diskussion über die NATO-Osterweiterung. Das muss man ja alles in diesen Kontext legen, den ich gerade zitiert habe. Also die NATO-Osterweiterung diente ausschließlich diesem Ziel, das hier formuliert worden ist. Und nicht etwa der Sicherheit der armen Polen oder der armen Ungarn vor den Russen. Also man hat deren Erfahrungen, ihre historische Erfahrungen benutzt, um dieses Ding also nach vorne zu bringen mit der NATO-Osterweiterung. Die Geschichte ging ja weiter. Wir kennen dann alle die Entwicklung, die NATO-Osterweiterung fing also konkret an 1999, beim 40-jährigen Jubiläum der NATO in Washington. Da wurden die ersten Staaten aufgenommen und es ging also weiter bis heute, sodass also heute die NATO an der Grenze der Russischen Föderation steht. Präsident Putin hat also wirklich zum letzten Mal 2007 bei der Münchner Sicherheitskonferenz den Finger gehoben und hat gewarnt davor. Also das war die letzte Warnung. Von da an hat er eine andere Politik gemacht. Nein, nicht ganz, aber immerhin so in dieser Zeit. Und das wurde ihm ja ausgelegt als Kampfansage an den Westen.
Nein, es war keine Kampfansage, sondern es war etwas, was er mit dem Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, nämlich Herrn Teltschik, abgesprochen hatte. Der Horst Teltschik ist im Vorfeld der Konferenz in Sotschi gewesen, hat Putin persönlich eingeladen und hat mit ihm besprochen, was er da sagen soll. Und die westliche Medienbeute hat das immer innerhalb einer Stunde umgedreht und die ausgestreckte Hand, wird auch etwas deutlich vorgetragen, interpretiert als Kriegserklärung, also Kampfansage. Also, was sie nicht war. Putin hat noch 2010 in der Süddeutschen Zeitung für einen gemeinsamen Wirtschaftsraum zwischen Lissabon und Vladivostok geworben. Gut, daraus ist alles nichts geworden. Wir wissen warum. Und die nächste Frage, die also natürlich auch immer wieder gestellt wird, was bedeutet denn eigentlich das Herandrücken der NATO an die Russische Föderation? Und das muss man einfach im Kontext der Waffenentwicklung sehen und im Kontext der Stationierung von Waffen. Die Vereinigten Staaten haben den ABM-Vertrag aus dem Jahre 78 oder so, den die Vereinigten Staaten in der Sowjetunion geschlossen hatten, im Zweiten Jahr 1 oder 2 fristlos gekündigt, einseitig gekündigt. Das heißt, es war also die Obergrenze, jeweils man hat also sich in diesem Vertrag zugestanden, ein Raketenabwehrsystem um die beiden Hauptstädte und nicht mehr. Das haben die Amerikaner einseitig unter Bush Junior gekündigt. Und von da an bestand die Gefahr, die auch von zwei amerikanischen Politikwissenschaftlern hier in Deutschland vorgetragen wurde, der Götz Neuneck vom Institut für Sicherheitspolitik und Friedensforschung in Hamburg. Der hat in Potsdam im Einstein-Zentrum 2007-2008 eine Veranstaltung mit den beiden Politologen gemacht. Der eine heißt Keir Lieber und der andere Darrell Press. Die haben einen Artikel geschrieben gehabt in Foreign Affairs, The End of May. Das heißt, das Ende der gegenseitig gesicherten Zerstörung. Das ist ja in der Atomfrage neu immer die Abschreckung, weil man sich gegenseitig zerstören konnte. Und dort haben sie erläutert, aus welchen Gründen die Amerikaner diesen ABM-Vertrag gekündigt haben. Weil sie nämlich mittlerweile neue Waffensysteme hatten, die sie in bestimmten Regionen in Osteuropa stationieren wollten, unter anderem in Polen und auch in Rumänien, um sich die Möglichkeit zu schaffen, also die theoretische Möglichkeit zu schaffen, einen vernichtenden Erstschlag, atomaren Erstschlag gegen Russland auszuführen und deren Zweitschlagkapazität, die dann noch übrig gewesen wäre, um zu antworten, die sollten dann mit diesen Flugabwehrraketen abgefangen werden. Sodass man also, die haben gesagt, wir sagen nicht, dass die Amerikaner das vorhaben. Aber es ist natürlich ein fantastisches Erpressungspotenzial im politischen Geschehen. Und diese Raketen, also das ist im Wesentlichen die Aegis, die eigentlich für die Marine entwickelt worden war, die kann aber auch an Land stationiert werden und die können eben auch nicht nur ABM, also Flugabwehrraketen verschießen, sondern die können auch Marschflugkörper, die man atomar bewaffnen kann, verschießen. Und die sind nun auch an der Grenze zur Russischen Föderation, nämlich zum Beispiel in Rumänien und jetzt auch in Polen. Sodass die Frage einer Neutralität der Ukraine für die Russen von enormer Bedeutung war. Denn da wären sie noch näher an Russland herangerückt und insbesondere in der Ukraine, zu der die Russen ja sowieso eine besondere historische Beziehung und kulturelle Beziehung haben. Ja, das ist, wie weit hat man? Eigentlich keine mehr. Aber Schlusswort. Ich will vielleicht noch darauf eingehen, weil das ja immer wieder thematisiert wird, was ist eigentlich das Ziel der amerikanischen Politik gegenüber Deutschland? Die Sprengung von Nord Stream 2.
das ständige Drängen nach neuen Sanktionen. Nicht? Die von der Leyen, die ruft ja immer Washington an und sagt, das sollen wir als nächstes machen. Und demnächst kommt also das 11. Paket. Was soll damit eigentlich erreicht werden? Also es wird erreicht durch das, was wir jetzt erlebt haben, seit den Sanktionen und seit den Siegen des russischen Gases, dass unser Stromerzeugungspreis im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten bei 13 Euro Cent liegt und in den Vereinigten Staaten bei 3. Die ersten Unternehmen gehen schon raus, ne, in die Vereinigten Staaten und fangen dort an zu produzieren und helfen gleichzeitig den Amerikanern, sich wieder zu reindustrialisieren. Die sind ja seit einigen Jahrzehnten deindustrialisiert. So. Aber was hat das Ganze für einen Sinn? Dieser Sinn ist bereits definiert worden 1919. Also es wird immer, Friedman wird immer hier zitiert. Das ist definiert worden, als der noch gar nicht gelebt hat, noch gar nicht geboren war. Nämlich von Halford Mackinder in seinem Buch Democratic Ideals and Reality 1919. Dort plädiert er auf Seite 113 explizit für einen dauerhaften Puffer zwischen Russland und Deutschland. So alt ist dieser Gedanke. Ja. Und genau das wird jetzt hier, als Ergebnis dabei herauskommen, wenn es denn so weitergeht wie bisher. Und das ist fatal für Deutschland und auch für Europa. Denn ein deindustrialisiertes Europa ist für niemanden mehr attraktiv, auch nicht für China, aber die Amerikaner werden sich freuen. Ja, soweit. Man kann natürlich anders sagen, was macht der da eigentlich? Der war selber bei der NATO und 40 Jahre Berufsoffizier und schimpft jetzt gegen die Amerikaner. Ja, das war eine andere Zeit. Ich will aber auch nochmal sagen, dass ich selber in meiner Dienstzeit sagen muss, ich bin, naja, sagen wir mal, diplomatisch ausdrücken, angeschmiert worden. Ja? Und das ist mein letzter Punkt. Der Willi Wimmer war 1988 mit der Arbeitsgruppe Verteidigungspolitik der CDU-CSU-Fraktion beim Jahresbesuch im Kongress. Das haben die jedes Jahr einmal gemacht und sich ausgetauscht mit den Abgeordneten des amerikanischen Parlaments. Und sind bei diesem Mal also sofort nach Langley transportiert worden und haben dort einen Vortrag gehört, das CIA-Hauptquartier, ne? Langley. Und da hat der vortragende Rat also eine längere Vorrede gehalten und hat dann gesagt, ja, also wir haben jetzt neue Erkenntnisse gewonnen über das, was die Sowjetunion in Osteuropa intendiert hat. Also alles, was sie da gemacht hat, hatte defensiven Charakter. Vor dem Hintergrund ihrer historischen Erfahrung mit Napoleon und Hitler. Das ist dort wortwörtlich gefallen. Daraufhin ist ihnen erstmal die Klappe runtergefallen und der deutsche Militärattaché, der dabei war, der hatte nichts Besseres zu tun, als sofort den Generalinspekteur anzurufen und zu sagen, Herr General, lassen Sie das bloß nicht in die Öffentlichkeit kommen. Und der hat dann gleich den amerikanischen Botschafter aus der Obervorstellung geholt. Ich weiß das von Jürgen Himmel. Also. Und hat ihn also gesagt, um Gottes Willen, lassen Sie das nicht in die Öffentlichkeit kommen. Das ist die Motivation unserer Soldaten beim Teufel. Warum? Jede NATO-Wintex-Übung, die letzte war 1989, geht davon aus, in dem militärischen Szenario, dass die schwachen oder unterlegenen konventionellen Kräfte der NATO nur hinhaltend kämpfen können, weil die amerikanischen Verstärkungen noch nicht da waren. Denn die Sowjetunion hatte die Absicht, bis zum Atlantik vorzustoßen. Das war das Credo jahrzehntelang in der NATO. Und alle, die damals gedient haben, sind so infiziert worden. Einschließlich meiner Person. Also, deswegen, wenn heute das neue Märchen aufgelegt wird, wenn wir nicht aufpassen, stehen die Russen wieder in Berlin. Das ist völliger Unfug. Und deswegen bin ich auch, sagen wir mal, jetzt etwas auf der anderen Seite gelandet. Gut, soweit. Die eine oder andere Frage wird vielleicht noch in der Diskussion zu klären sein. Und im Übrigen, da
steht da noch viel, viel mehr drin. Ja. Unser Gastbeitrag. Unser Gastbeitrag. Ganz herzlichen Dank an Hannes. Zwei Referenten, das erfordert natürlich mehr Zeit. Wir sind jetzt ein bisschen unter Druck, aber ich denke, es war hochinteressant, das, was wir gehört haben, und bietet auch Möglichkeiten jetzt zu nachfragen. Wobei ich bitte, dass diese Fragen wirklich Fragen sind und nicht Co-Referate, sodass wir also noch möglichst viele ranbekommen können, also die sich noch melden. Ich würde das mal so machen, dass wir die Wortmeldungen sammeln, ich in einem ersten Block 5 aufrufe und dann den beiden Referenten die Möglichkeit geben, auch für, gebe dann zu antworten. Wenn ihr jetzt Meldungen habt, dann zeigt sie mir. Ich muss aber noch mal ganz kurz unterbrechen. Ja. Ein Satz. Ich bin auch der Auffassung, dass der Angriff völkerrechtswidrig ist. Aber ich sage, er hatte defensiven Charakter vor dem Hintergrund dessen, was ich eben erzählt habe, im Unterschied zu den amerikanischen Völkerrechtsbrüchen, die offensiven Charakter in den letzten Jahrzehnten. Das war ja, da hatte ich mal so gehört, dass man sagt, der Krieg hat 2014 begonnen, der Angriff 2022. Vielleicht ist es auch so. Ja, welche Meldung habe ich jetzt hier? Wenn bitte, ja, ich sehe, habt ihr hier, ja, sind ja gar nicht so viel, dann, oder? Ja, noch welche? Welche? Okay, dann fangen wir mal mit, ah ja, dann hinten, ja. Und, jetzt habe ich 4, also könnte noch eine. Okay, machen wir es mit 4. Ja, du hast das Wort, Klaus. Dann Andreas und Sie sind dann der Dritte und da ganz hinten der Genosse Kirchmaus. Ja. Gut. Also gerade das Stichwort völkerrechtswidrig, das ist, für mich ist das nicht geklärt, aber ich bin jetzt kein Völkerrechtler, ich weiß es nicht. Aber jetzt im Juni jährt sich zum 60. Mal so ein Jubiläum von einer Rede von dem John F. Kennedy in einer, vor Studenten in einer Universität, wo er damals sagte, also das wichtigste Thema wäre der Weltfrieden. Und es dürfte keine Pax Americana sein, sondern es müsste ein Frieden, der eben alle, was vorher auch schon ausgeführt worden ist, alle Interessen aller beteiligten Staaten berücksichtigen. Und, das fand ich sehr bemerkenswert, sagte er dort, dass man darf eine, und zwar als Erfahrung auch von der Kuba-Krise davor, man darf eine Atommacht nicht vor die Alternative stellen, Selbstaufgabe oder Atomkrieg. Dann gibt es keinen Ausweg. Und das ist meine Frage mit der Völkerrechtswidrigkeit, weil das war ja die Zwickmühle, die man Russland aufgezwungen hat, dass man gesagt hat, morgen, wenn die Ukraine Mitglied der NATO ist, können wir offensive Truppen, Stellungen und so weiter direkt an der Grenze aufstellen und dann könnt ihr nichts mehr machen. Das ist ja Selbstaufgabe. Also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt wollte ich nur ganz kurz anmerken. Es lohnt sich, das Abkommen zwischen der Ukraine und Deutschland, das jetzt gerade als der Selenskyj hier war, unterzeichnet worden ist, anzugucken, weil unter anderen Sachen, die ja schon bekannt sind und die dann nochmal niedergelegt worden sind, hat sich Deutschland praktisch dem Club der Räuber angeschlossen und sagt eben auch, russische Guthaben in Deutschland können, oder man sollte Wege finden, diese Beschlagnahmung an die Ukraine zu geben. Und das mit der dann Schwedt, mit der Raffinerie ist ja schon eigentlich im Gange in dieser Richtung. Aber nur das als Anmerkung.
Ja, vielen Dank. Nee, ich habe noch ein paar. Ich habe also vier, also dann seid ihr wieder dran. Der Andreas, möglichst kurz. Ja, ich versuche. Ja. Zwei Punkte. Das eine in diesem Kontext ist doch nochmal wirklich zu erinnern an die Kuba-Krise, wo zwei souveräne Staaten ein Abkommen gemacht hatten, wo sowjetische Raketen auf Kuba stationiert wurden. Was gleichzeitig, die meisten nicht wissen, in Italien und der Türkei Staatenraketen. Ja. Das ist im Westen anerkannt sozusagen, als da hatten die Amerikaner jedes Recht sozusagen, gegebenenfalls auch den Versuch auf Kuba durchzuführen. Das ist ein Punkt, an den kann man gar nicht oft genug erinnern. Und dann das Zweite ist eigentlich, weiß ich nicht, auch wichtig zur geopolitischen Einordnung dieser Auseinandersetzung und der aggressiven, offensiven Interventionsgeschichte der USA und das Anzetteln der Ukraine-Krise darauf hinzuweisen, dass es sozusagen hier nicht nur eines Teils um das Verhältnis von Europa und Russland geht, sondern nochmal ins Spiel kommt der Albtraum der US-Machtelite, nämlich das chinesische Projekt eben der neuen Seidenstraße, einer eurasischen Kooperation von China über Russland bis Westeuropa. Ja, und das sozusagen mit einem Sperrriegel zu versehen, natürlich entsprechend anknüpfend auch an die Ideen von der China. Das scheint mir hier nochmal so ein ganz besonders wichtiger Punkt zu sein. Es geht sozusagen nicht nur gegen Russland, sondern es geht gegen Russland. Ja, vielen Dank. Dann sind Sie dran. Und ich habe Sie so verstanden, dass Sie überwiegend politische Motivation, die militärpolitische Motivation behandelt haben. Mir fehlte da etwas der wirtschaftspolitische Zusammenhang. Also die Frage von Wirtschaftsbeziehungen, von Rohstoffsicherung und dergleichen, für mich jedenfalls Grundlage sind für die politische Motivation. Ja, vielen Dank, Jobst. Es ist sicherlich sehr interessant, anknüpfen, die politischen Details sich anzuschauen, wer hat wann was gemacht und wo ist wann was beschlossen worden. Man bleibt dabei aber immer bei Ideen von Leuten hängen und personalisiert das Ganze. Und es hat überhaupt keinen Sinn, so vorzugehen und etwas verstehen zu wollen, wenn der Zweck von Politik überhaupt nicht benannt wird. Und das ist ein politökonomischer. Das geht auch nicht um Rohstoffe, es geht um die Weltgeschäftsordnung und um die Optimierungsbedingungen, die vor den Staaten stehen in ihrer globalen Konkurrenz, wo sie über ihren Staatskredit, ihre Konkurrenzfähigkeit und gerade die USA mit ihrem weltweit kursierenden Dollar davon leben. Die USA schmieren aber sowas von ab, wenn die ihren Dollar verlieren. Das ist also von China her, also von diesem Aufstieg China innerhalb dieser Ordnung, eine Bedrohung für die USA, weshalb sie jetzt diese alte Ordnung wiederherstellen möchten. Und dieser allgemeine Zweck, der hinter jeder Art von Politik, Militär oder Diplomatie, Sanktionen oder was auch immer ausgeführt wird, der ist doch da drin verborgen und darum geht es doch nicht nur. Also das bleibt an der Oberfläche, wenn man das selbst so detailreich und so faktenkundig darlegt. Okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, beide Referenten zu hören. Erst der Hannes, dann Jochen. So ja, zum letzten Redner, zur letzten Frage, das habe ich versucht mit dieser Entwestlichung anzusprechen, die ja die Dedollarisierung beinhaltet, wenn ich eigentlich das ganz entscheidende Crucial Point irgendwie hat. Ja. Und die geht natürlich, so wie Sie das beschreiben, haben die USA alles Interesse, den Dollar als Weltwährung aufrechtzuerhalten und alle, die bislang versucht haben, aus dem Dollar herauszukommen, und da erinnere ich an Saddam Hussein, der ja ein ganz konkretes Projekt gehabt hat, oder auch an Gaddafi, der also eine afrikanische Währung im Auge gehabt hat, die haben es mit dem Leben bezahlt und die Länder sind zerstört. Ja, also es ist schon eine große Herausforderung, dass in diesem Fall noch einmal in diese Richtung etwas versucht wird, aber der Versuch ist natürlich in einer viel höheren Qualität gegeben mit dieser Dedollarisierung, unter anderem mal, weil die Amerikaner mit ihren Sanktionen, glaube ich, da sich ins eigene Knie geschossen haben und auch die EU mitfolgend.
Weil was denkt sich jetzt so ein saudischer Prinz oder ein linker Politiker, der vielleicht was verstaatlichen will, was mit seinen Assets passiert, wenn demnächst die USA oder die EU wieder Sanktionen erlassen. Ne? Also dann, es treibt ja sozusagen Saudi-Arabien oder viele raus aus dem Dollar, weil sie eben sehen, das ist nicht mehr vertrauenswürdig, die nehmen einfach 300 Milliarden vom Zentralbankgeld der Russen oder dort den Oligarchen und da, also 1300 Oligarchen, lauter Freunde Putins, also da muss ja ein riesiges Freundschaftsimperium haben. Ja? Jetzt bin ich nicht für die Oligarchen, und wenn jetzt irgendwie bei uns die Politik so laufen würde, dass man sagt, okay, das ist jetzt einmal der Anfang, aber jetzt gehen wir unsere Oligarchen an, dann würde ich sagen, okay, das ist gut, guter Anfang, aber da ist ja keine Stimme in diese Richtung. Ja? Also insofern, glaube ich, ist diese Entwestlichung, diese Dedollarisierung sehr stark im Gange. Und das wird eben auch zu einer Multipolarität führen. Ja, also man, natürlich ist es nicht ausgemacht. Es kommt darauf an, wie der Krieg ausgeht letztlich, ja, würde ich schon meinen. Aber die Richtung ist derzeit eher so vorgegeben. Dann ist da eine Frage gewesen, dass der wirtschaftspolitische Zusammenhang fehlt. Also das war jetzt so der geopolitisch-wirtschaftspolitische Zusammenhang, wo ich versucht habe, das zu ergänzen. Aber ich kann vielleicht noch über das Assoziierungsabkommen, das ich ja auch sehr stark thematisiert habe, sprechen, das so 2013 in Vilnius hätte abgeschlossen werden sollen. Übrigens damals nur für Georgien und Moldawien. Alle anderen haben damals nicht unterschrieben und eben die Ukraine vor allem nicht. Und das ist ja mittlerweile unterzeichnet worden. Von der Ukraine, von Poroschenko, ist ja 2017 in Kraft. Und da stehen so Sachen drin, wie die Ukraine trifft gebührend die notwendigen Maßnahmen, um ihre Vorschriften schrittweise an technischen Vorschriften der EU und den europäischen Normungs-, Mess-, Akkreditierungs- und Konformitätsbewertungsverfahren und dem Marktaufsichtssystem in Einklang zu bringen. Es wird gefordert ein Ende der Staatshilfe, es wird Liberalisierung der grenzüberschreitenden Erbringung von Dienstleistungen gefordert. Also all das, was wir auch gesehen haben in dem Moment, wo Russland den Krieg internationalisiert hat, so kann man es auch nennen, 2022, dass man plötzlich merkt, oho, alle Kabelbäume aller europäischen Autoproduzenten kommen aus der Ukraine. Ja, warum wohl? Da tut es der Stundenlohn 1,21 Euro. Ja? Es gibt keine Arbeitsrechte mehr. Ja? Die Gewerkschaften sind de facto verboten. Null-Stunden-Verträge existieren, das heißt, man macht einen Arbeitsvertrag und wenn man nicht abgerufen wird, kann man daheim bleiben oder geht vielleicht Militär, ins Militär. Ja. Also das heißt, das sind ja extrem ultraliberale Dinge, die da mit dem Krieg, aber auch schon davor ins Werk gesetzt werden. Also insofern glaube ich, haben wir mit diesem wirtschaftspolitischen Zusammenhang, ist eine gute Frage, aber die kommt zumindest bei uns da sehr stark vor. Und die letzte Sache war dann Anzettel der Ukraine-Krise durch die USA. Es geht um Russland und China. Ja, ich habe dieses Zitat nicht von Biden auf seiner ersten großen Rede, wo er genau das sagt. Das ist den Spruch, was der Jochen Scholz den alten Bush sagen hat lassen. Also du hast den sagen lassen, der hat das selber gesagt, aber du hast es zitiert. Und so ähnlich hat es der Biden jetzt vor kurzem, nachdem er das Amt angetreten hat, wiederholt. Also dass es hauptsächlich gegen China geht, aber auch gegen Russland. Ja. Vielleicht noch eine Bemerkung zu einer Domäne, die wir gar nicht angesprochen haben, das ist die kulturelle. Also wir haben darüber gesprochen, über die Sprache, also das Russische mehr oder weniger nicht mehr toleriert wird in der Ukraine, weder als Amtssprache noch in der Kultur, aber es geht sozusagen auch um Religion. Wir haben jetzt das Phänomen, dass die russisch-orthodoxe Kirche in der Ukraine zurückgedrängt, ausgeschaltet, die Popen dort vertrieben werden, es gibt auch tägliche Angriffe, und das reicht eigentlich zurück in die Mitte der 90er Jahre, wo ich da doch einige Dinge dort recherchiert hatte, wo schon damals Kirchenkämpfe stattgefunden haben, also Kirchenkämpfe um die Seelen, okay, aber auch um die Gebäude, ja, die mit Toten fallweise geendet haben, und eine Gruppe, die sich damals gegen die Moskowiter, wie es geheißen hat, besonders ins Zeug geschmissen hat, war die Svoboda, die hat auf ihrer Homepage gesagt, wir haben schon damals gegen die Moskowiter gekämpft, um die Kirchen zu erobern. Also es hat alle Dimensionen, das hat das wirtschaftliche Dimension, die sehe ich als Wirtschaftshistoriker eigentlich vor, es hat die militärische, geopolitische sowieso, aber es hat auch die kulturelle. Ja, vielen Dank. Ja, also auf den Einwand auch nochmal einzugehen. Also ich habe ja nur meinen Beitrag vorgestellt, rudimentär, über die Vorgeschichte, die 33-jährige Vorgeschichte. Also ich gehe mal davon aus, dass alle, die hier sitzen, wissen, warum man eine Weltherrschaft anstrebt. Natürlich aus ökonomischen Gründen.
doch nicht, um sich zu freuen an den großen Weltkrieg. Klar. Und die andere Frage, ich will vielleicht auch noch darauf eingehen, was die Völkerrechtliche angeht. Ich bin kein Völkerrechtler, ja. Aber selbst wenn ich Völkerrechtler wäre, dann gäbe es einen anderen Völkerrechtler, der hätte zwei andere Meinungen. Das ist also immer etwas problematisch. Aber das reine Konzentrieren auf die Völkerrechtsfrage, also wenn ich den Text der UNO-Charta nehme und dort raus also entnehme, dass eine Aggression oder ein Angriffskrieg nicht erlaubt ist, ein Völkerrechtsverstoß ist. Das hilft uns aber über die Entstehungsgeschichte eines Konfliktes nicht weiter. Und auch nicht bei der politischen Bewertung, ja, solch eine Sache. Und dahin ging meine Bemerkung hier auch in dem Buch, dass eben der Charakter dieses Völkerrechtsverstoßes, den ich ja akzeptiere und anerkenne, eben ein anderer ist als der amerikanischen Völkerrechtsverstöße. Also wir haben ja die ganzen Beispiele der letzten oder der Zeit nach 1990, bleiben wir mal dabei, ja, angefangen vom Kosovo 1999, über Irak, über Afghanistan, über Libyen und bis hin zu Syrien. Das sind alles Völkerrechtsverstöße gewesen, die einem Ziel dienten, nämlich dem, das Sie angesprochen haben, ja? Wirtschaftliche Dominanz auszuüben. So. Und das ist nämlich bei Russland eben nicht der Fall, sondern die Russen haben aus ihrer Sicht, ja, Angst gehabt, dass sie irgendwann überrollt werden. Und ich darf an die Studien der RAND Corporation erinnern, wo expressis verbis 2019 noch dafür plädiert wird, Russland in seine Einzelteile zu zerlegen. Also ich meine, und die RAND Corporation ist nicht irgendjemand, sondern das ist die entscheidende Denkfabrik für amerikanische militärische und auch andere Geopolitik. Also so vielleicht zu dem, da können wir uns da einigen, so auf der Ebene. Ja, wir haben jetzt noch die Möglichkeit, weitere Wortmeldungen anzunehmen. Jetzt sehe ich doch mehr. Haltet mal eure Hände hoch, dann kann ich das registrieren. Schreibt das Ding nicht wieder. Jetzt geht's wieder. So, ich sehe. Jetzt kommen sie alle. Dort hinten, das war der Christoph, ja, ich sehe. Wer war noch? Hier, der Thilo, den habe ich schon. Und ganz vorne. Der Andreas, der kommt noch dann ein bisschen später. Also, weil er schon mal dran war. Aber du kommst noch ran, denke ich. Okay, der Thilo hat sich als erster gemeldet. Im Zusammenhang mit dem Hinweis auf diese geostrategischen alten Pläne seit Mackinder frage ich mich im Zusammenhang mit den aktuellen Ereignissen nach der Rolle Großbritanniens. Großbritannien spielt eine aktive Rolle, ist ja bekannt, hat ja den Informationen nach verhindert, dass es eine frühzeitige Friedenslösung gibt, äußert sich weiterhin in der Richtung, hat jetzt auch diesen Vorstoß gemacht zusammen mit Niederlanden. Das erinnert mich zum Teil daran, dass ja schon bevor Mackinder sein Buch geschrieben hat, also Großbritannien eigentlich Angst vor Russland hatte und ein Teil der Geschichte der Ursachen des Ersten Weltkrieges haben ja auch damit zu tun. Großbritannien hatte Angst vor Russland in Bezug auf sein Imperium, Indien und ähnliche Dinge. Und das, es scheint wieder eine ähnliche Rolle zu nehmen, auch wenn es kein Imperium mehr hat. Ist Großbritannien nur der Schoßhund der Amerikaner, der in der Öffentlichkeit etwas macht, also praktisch in Stellvertretung, oder gibt es da neue eigene Interessen Großbritanniens, die an frühere Interessen anknüpfen? Das interessiert mich. Ja. Dann habe ich den Stefan und dann die Elke. Ja, ich wollte noch mal kurz auf die geoökonomische und geopolitische Situation eingehen und wirklich ein gutes Big Picture, zumindest skizzenhaft einordnen. Ich denke, es geht immer um die Frage, wie, unter welchen Bedingungen ist eine Veränderung des sogenannten Demiurgen des bürgerlichen Kosmos, im Kapitalismus. Ich habe den Demiurgen Großbritannien im 19. Jahrhundert. Und dann sozusagen die Ablösung durch den USA. Und die Frage ist immer,
geht diese Ablösung sozusagen friedlich oder kriegerisch? Und sie war auch, wenn auch nicht zwischen den Protagonisten, aber doch weltwirtschaftlich gesehen, mit dem Zweiten Weltkrieg damals vermittelt. Und das steht heute wieder an. Heute haben wir sozusagen neue ökonomische Bedingungen im Innern, eine neue Betriebsweise Digitalisierung. Und die Frage ist, wer ist sozusagen der neue Demiurg des Kosmos? Bleiben es die USA oder kriegen es nicht hin, weil China gewissermaßen die Vorherrschaft ausüben muss? Ja, vielen Dank, Elke, und dann kommt Christopher. Hat es im Nebensatz, hattest du erwähnt, dass das American Enterprise Institute etwas gelöscht hat, und zwar ging es um Biowaffen, habe ich mir notiert, dass sie es rausgenommen haben. Und ich wollte eigentlich deshalb auch nochmal darauf zu sprechen kommen, weil ich meine, dass alles, was sich mit Biowaffenforschung so unglaublich wichtig wird für die Zukunft, für die Kriegsabwehr in der Kriegsführung. Und wenn da in der Ukraine da 48 Biolabore der USA ja auch waren, sind das ja auch alles Fakten, die natürlich dazu führen, das mit zu berücksichtigen, welche Gefahren davon ausgehen. Und wenn dann ein Robert Kecklenk der gesagt hat, ja, mit Biowaffen Krieg zu führen, das ist das Effektivste und Billigste. Und das ist ein immer mehr, wird das gefördert. Es wird gefördert, weil es ja überall auch die Biowaffenlabore, sie eingerichtet werden, gerade in den Staaten, die ringsherum um Russland sind, damit sie von da aus auch gleich diesen Einsatz von Biowaffen dann machen können. Also ich will das jetzt einfach nur noch mal erwähnt haben, dass das ein Punkt ist, den man leider irgendwie nicht so wahrnimmt, denn in der Diskussion läuft es jetzt so, China hat vorgeworfen, den USA vorgeworfen, dass sie genetische Forschung machen, um auf eine Art genetischer Kriegsführung voranzugehen. Das heißt, bestimmte Chinesen oder Afrikaner oder zu attackieren. Und am nächsten Tag gleich Biden oder die USA behauptet, nein, ihr seid es. Das heißt, es ist diese Art der Umkehrung derjenigen, die wirklich die Aggressoren sind, werden dann stimuliert und mit Hilfe der ganzen Medien und der ganzen Möglichkeit, eine Herrschaftsinterpretation zu machen, sagen sie dann natürlich, nein, es ist umgekehrt, ihr seid es. Und es ist immer diese Frage von Verteidigung oder Angriff. Und deshalb finde ich, das ist wirklich eine ganz wichtige Sache, auch im Völkerrecht, immer diese Unterscheidung zu machen. Wo ist der Angreifer? Wo ist eine Verteidigung? Und Biowaffen ist eines der ganz wichtigen Bereiche, ja, mein Blick nochmal. Ich habe jetzt keine Frage. Ja, nee, danke schön. Der Christoph dort. Ja, zwei Bemerkungen. Also zum einen nochmal zu Frau Schulz mit diesem defensiven Charakter des Angriffs. Und da steht nach wie vor die These von Hofbauer dagegen, dass, und das konnte ich auch mit dem Putin-Reden schon seit 2021 nachlesen, dass natürlich ein Regimewechsel vorgesehen war und dass der Ukraine mit historischen Argumenten ihre Identität abgesprochen wird und als eine künstliche Identität von Putin und der russischen Führung bezeichnet wird. Und darüber sicher der Angriffskrieg recht hat. Das ist nach wie vor offen und muss ausgetragen werden. Zumal sozusagen dieses Motiv, und da komme ich zur zweiten Frage, zu dem Buch selber, sozusagen der innerrussischen Entwicklung, ja, aus meiner Sicht hat natürlich der Anteil der innerrussischen Entwicklung, der Vorstellung über Ethnien, über Nationenbildung und damit auch der Blick auf die Ukraine ist der sehr entscheidend und wie gesagt in den Putin-Reden nachgelesen. Aber das eigentliche Problem, was doch uns als Linke interessieren müsste und was in dem Buch vom Untertitel her eigentlich zu erwarten wäre, nämlich die Folgen, dass über die russische Gesellschaft, das muss uns doch auch interessieren, die russische Gesellschaft, die Jugend, die dort jetzt in den Krieg mit verheizt wird, was folgt daraus perspektivisch? Sie werden die traumatisiert sein, wenn ihre Öffentlichkeit offen wird und wenn sie über ihr Handeln, ihre Armee in der Ukraine Informationen kriegen, die sie jetzt nicht haben. Was folgt daraus? Was folgt perspektivisch aus der russischen Gesellschaft und insgesamt
warum kommt kein Wort zum postsowjetischen Krisenraum? Ich meine, Russland hat irrsinnige Probleme im Klimawandel. Ja, die werden nicht ewig über fossile Rohstoffe leben können. Der Permafrostboden in Sibirien taut auf. Das sind wahnsinnige Herausforderungen, infrastrukturell dieses Land sozusagen vom Absaufen zu erhalten. Das kann auch nur kooperativ gehen. Natürlich muss da der Westen seinen ganzen Militarismus und Politismus verändern. Aber es ist doch kein Argument, sich über Russland und die Perspektive des postsowjetischen Raums völlig auszuschweigen und hier sozusagen eine Geschichte nach der anderen über die Ukraine, über den amerikanischen Imperialismus und die NATO abzulassen, die doch bekannt sind. Das sind doch keine neuen Fakten sozusagen. Also das ist doch innerhalb der linken Diskussion, sind hier sozusagen Grundwahrheiten, die sind verdienstvoll, sind auch gut geschrieben, die Aufsätze sind durchaus aufklärerisch. Aber eines der Hauptprobleme ist völlig missachtet. Kein einziges Wort zu Russland, zur innerrussischen Geschichte, ob das zum Beispiel, ob das Gewaltpotenzial dieser Gesellschaft im Inneren, ja, Militarisierung des Unterrichts, ja, die Nationalisierung der ganzen Kultur, der Jugend, der Einbindung der Jugend. Ich meine, das ist doch gerade die Jugend in kriegerischen Zeiten, wir haben es ja selber in der deutschen Geschichte, die ganzen Freikorps nach dem Krieg, die sind nicht zu erklären ohne. Ja, und das wird in Russland genauso sein, in der russischen Geschichte. Ja, ich wollte nur, weil das verstehe ich unter Linken, verstehe ich es überhaupt nicht, dass kein einziges Wort zur russischen Gesellschaft drinsteht. Ja, stimmt ja nicht. Es geht ja hier um den Rücken. Wir haben ja einen Krieg. Aktion gleich Reaktion. Okay, ich habe hier vorne eine Wortmeldung und dann dort hinten der Hauke. Aber hier vorne. Ja, 1990, noch in der Sowjetunion im Sommer, war eine Umfrage in der Ukraine gemacht, ob Ukraine Teil von Sowjetunion bleiben soll oder nicht. Über 90% Ukrainer haben gestimmt für das Bleiben in der Sowjetunion. Nur zwei kleine Bezirke an der polnischen Grenze haben gestimmt dafür für Selbstständigkeit, knapp. Aber man hat gearbeitet, ne? Man hat gearbeitet an der Propaganda und man hat es wirklich geschafft, diese nationalistische Gedanken gut dazu zu zücken, und das macht mich ziemlich skeptisch. Und ich kann das mit einem anderen Teil, also geschichtlichen Teil, vergleichen. 1618 hat der 30-jährige Krieg in Prag angefangen, und das war das Zentrum der Rebellion gegen Katholizismus. Und die Schweden dachten, als sie nach Prag irgendwie 1630 gekommen sind, die würden da willkommen sein, aber das war überhaupt nicht. Es war schon eineinhalb Generationen später, und die Gesellschaft war schon so unter den Österreichern und unter den Habsburgern so umgedreht, dass die Schweden, also die Schweden als Feinde. Also ich will nur sagen, dass das soziologisch ist das sehr interessant, dass man braucht ein, zwei Generationen, und man kann die Gesellschaft, die ganze kulturelle, historische Welt total umdrehen. Ja. Da war hinten eine Wortmeldung. Ja, ich wollte nochmal auf diese emotionale Ausdruck. Ich meine, das liegen die einigen, der vor mir sitzt, und keine Frage stellen an die Referenten, sondern eigentlich auf seinen Einwurf antworten. Und ich war während der Kriegszeiten Reinhardt-Monat in Russland, habe auch für die DRD an einer Universität gearbeitet, und ich war kürzlich nochmal für etwas mehr als zwei Wochen dort. Und außerdem habe ich ungefähr viele Male sonst auch in Russland. Und ich möchte sagen, die Idee, das ist ein Eindruck, den man von dem Land bekommt, wenn man da ist, und das, was bei uns in den Zeitungen steht, das ist ein so gigantischer Unterschied
Und wir haben fast gar nicht mehr die Fähigkeit, Russland ohne Klischees zu sehen. Also sofort kommen die ganzen sowjetischen Klischees auf, sofort kommen auch Eigenprojektionen auf, dass wir sozusagen, dass das für uns typisch ist, sozusagen auf Russland projizieren, weil es bei uns sozusagen Rechte oder Machtdenken gibt, muss es das auch in Russland geben. Und wie wirklich dieses Land ist, das wissen wirklich nur Leute, die dort gewesen sind. Und es ist halt so, dass Russland ein linkes Land ist. Das ist ein Land, das in der Krise nach links sich dreht und wendet und nicht nach rechts. Das ist seit mehreren Jahrhunderten ein Völkerstaat, wo sozusagen nicht sozusagen ein aufgesetzter Multikulturalismus existiert über uns, sondern einer, der sich historisch über drei Jahrhunderte entwickelt hat. Und in diesen ganzen Monaten des Krieges, in denen ich da war, habe ich nicht ein einziges Mal eine Diskriminierung als Deutscher erfahren, obwohl ich ja sozusagen aus einem Land kam, das gerade irgendwie Waffen in die Ukraine liefert. Und wenn ich irgendwelche Leute auf der Straße kennenlernte oder im Geschäft, dann wussten die ja nicht, wie ich politisch ticke. Die hätten ja durchaus denken können, ich bin ein liberaler, Grüner, pro-westlicher, grüner Deutscher. Und obwohl sie das ja durchaus hätten denken können, habe ich bis zum heutigen Tag nach 18 Russlandreisen nicht ein einziges Mal irgendeine Diskriminierung erlebt. Und ich habe Russland als ein Land erlebt, die auf den einzelnen Menschen gucken. Es ist eine unglaubliche Herzlichkeit in diesem Land, eine unglaubliche Gastfreundschaft, die immer atemverschlagen ist. Und dieses Denken in Kategorien, du gehörst zu dieser Gruppe, du hast diese Nationalität, du kommst daher, das ist etwas Westeuropäisches, Deutsches möglicherweise, aber auch in den USA gibt es das, auch in England gibt es das. Ich glaube, es wäre darüber nachzudenken, inwiefern das vielleicht mit dem Protestantismus zusammenhängt. Weil ich immer wieder feststelle, dass in protestantischen Ländern diese Art des Denkens vorherrscht, sozusagen sich selbst für gut zu erklären, den anderen für böse. Ich habe die russische Kultur als eine Kultur kennengelernt, wo eine Sache fehlt: Hass. Da ist kein Hass. Ich habe ihn nicht getroffen nach 18 Russlandreisen. Und wir müssen, glaube ich, erstmal lernen, dieses Land aus dem Inneren heraus zu verstehen. Sie haben sich ja auch freiwillig nach 1989 aus Mitteleuropa zurückgezogen. Sie, das ist das einzige historische Beispiel, dass ein Imperium sich selbst abwickelt. Wann hat es das mal gegeben? Ja. Und das hängt mit der russischen Mentalität zusammen. Das ist auch ein Land, das verzeiht. Ja, die haben uns die 27 Millionen Toten des Zweiten Weltkriegs verziehen. Und wenn man da als Deutscher hinkam in den letzten 10 Jahren, wurde einem immer eine solche Herzlichkeit entgegengebracht, trotz dieser Todesopfer des Zweiten Weltkriegs. In England oder in anderen sozusagen Staaten unter dem Zweiten Weltkrieg, unter den Nazis gelitten haben, da kann man heute noch ganz andere Reaktionen antreffen. Und deswegen, also ich möchte das, was der Mensch, der hier vor mir sitzt, auch wenn er vielleicht sehr höflich, also ich möchte nicht persönlich sagen, aber ich möchte, dass diese Sichtweise zurückweisen, die entspricht nicht der Realität. Ja. Ich habe jetzt noch 2 Wortmeldungen hier auf dem Zettel. Ich würde euch bitten, sie auch noch anzuhören. Und dann geben wir den beiden Referenten das Wort. Diesmal dann Jochen als Erster und Zweiter Hannes. Erste Wortmeldung ist von Andreas. Der war schon mal dran und hat es jetzt noch mal ganz kurz. Ganz herzlichen Dank. Bevor ich zu meinem eigenen Buch komme, ich liefere nur auch kurz zu fassen, zu Elke, zur biologischen Kriegsführung. Ich verweise auf das Papier Rebuilding America's Defenses, das vom Project for the New American Century im Herbst 2002 fertiggestellt worden ist, noch im Internet auffindbar. Rebuilding America's Defenses, da gibt es einen sehr vielsagenden Absatz auf der Seite 60, der endet dicht am Text übersetzt. Wenn es gelänge, die biologische Kriegsführung so weiterzuentwickeln, dass sie genspezifisch, genotypisch angreift, dann würde sie zu einem nützlichen politischen Instrument werden. Alles gesagt. Auch im Grunde genommen zu dem Kollegen dort Friedrich. Diese Frage, also was macht jetzt dieser Krieg, nenne ich es mal, mit der russischen Bevölkerung? Erstens, wie gesagt, es gibt keinen Zweifel daran, der US-geführte Westen hat Russland diese Auseinandersetzung aufgezwungen mit voller Berechnung und absolut fein orchestriert. Aber die Frage ist, was macht dieser Krieg jetzt mit uns?
Wie sieht es aus mit der Lufthoheit der Politik und der Medien über unser Denken und unser Reden und natürlich über das staatliche Handeln? Ja, wir erleben jetzt, wie sich die Gleichschaltung manifestiert und wie im Grunde genommen gegen diese jetzige Situation in Politik und Medien in der alten Bundesrepublik, in der Zeit des Kalten Krieges, war das regelrecht eine liberale Diskussion und Journalismus war noch ein Stück bemüht, irgendwo eine gewisse Objektivität zumindest zu simulieren. Ja, was haben wir heute? Das sollte uns interessieren. Was macht dieser zielstrebig angezettelte Konflikt mit dieser unserer Gesellschaft? Als letzte Wortmeldung Sabine Kibir und dann gebe ich den beiden Referenten sozusagen das Schlusswort und gleichzeitig also die Möglichkeit, also noch ausführlich zu antworten. Ja, Sabine. Ja, ich wollte da eigentlich anschließen, was wissen wir hier überhaupt über Russland? Ja, also ich komme ja aus der DDR und da wurde man natürlich bombardiert mit russischer Kultur, was aber nicht der größte Nachteil sozusagen unserer Abhängigkeit da gewesen ist. Sowjetunion war ein großes Filmland zum Beispiel und die meisten Filme waren beeindruckend genug und man hat auch über Literatur und so weiter eine große eine Verbindung dazu herstellen können. Seit ich hier jetzt in der Bundesrepublik bin, seit über 30 Jahren, ich sehe nicht wie in Kinos russische Filme, moderne russische Filme, die es zweifelsohne weiterhin gibt. Ja? Was wir an Literatur bekommen, das ist nur Immigrantenliteratur. Also Leute, die aus Russland, aus politischen Gründen, welchen auch immer, hierher gekommen sind und die Verlage nehmen natürlich dann diese russlandkritischen Dinge auf. Ja. Ich habe das Gefühl, also bin auch kein Spezialist, beruflich beschäftige ich mich auch nicht vorrangig damit, aber ich habe auch das Gefühl, wir haben die Verbindung dazu überhaupt nicht, um überhaupt urteilen zu können, ja. Vielleicht nur auf dieser abstrakten Ebene, auf der das eben jetzt auch heute geschehen ist. Wer ist der Angreifer? Wer ist der, diese abstrakte Ebene, eben wirtschaftspolitisch, militärpolitisch und so weiter. Aber den eigentlichen Charakter von Russland, inwieweit das also jetzt auch ein imperialistisches Land ist, es gibt ja auch diese Diskussion. Ich habe Zahlen, die habe ich auch, glaube ich, in meinem Beitrag veröffentlicht, dass riesige Teile, teilweise über 50% der russischen Industrie nach wie vor in ausländischem Besitz sind. Also das ist ja das Hauptmerkmal des Imperialismus, dass man also nach fremden Ländern Kapital exportiert und dann dort eben auch die Wirtschaft leiten kann. Und demnach hat also der Westen nach wie vor riesige Besitzrechte, Ausbeutungsrechte sozusagen an der russischen Wirtschaft. Ja? Und diese ganzen Dinge sind nicht bekannt, werden auch nicht bekannt gemacht. Also wie gesagt, wir sind überschwemmt von einer primitiven Ideologie, das ist autoritär, der will mal das Reich Peters des Großen zurückhaben, dann die Sowjetunion zurückhaben, also Peter der Großen, da werden zum Beispiel die baltischen Länder nicht bedroht, muss man auch mal sagen, die gehörten damals nämlich zu Polen-Litauen, ja, zur polnisch-litauischen Adelsrepublik. Also es hat auch überhaupt keine Kohärenz, was uns da sozusagen propagandamäßig an den Kopf geworfen wird, ja. Von dieser Vorsicht muss man jetzt eigentlich ausgehen, deshalb bin ich auch, also wir können Russland eigentlich gar nicht beurteilen, weil wir wirklich jegliche Verbindung dazu abgebrochen haben. Wie kann es sein, dass also hier mit Ausbruch des Krieges
kein einziges Mal der russische Botschafter eingeladen wurde. Also wir mussten uns immer nur den Melnik anhören. Ja. Also der Feindsender, also Russia Today, wurde schon vorher abgestellt und so weiter. Ja. Den kann man nur noch mit Tricks irgendwie erreichen. Also wir sind wirklich abgeschnitten. Ja. Und insofern halte ich es für schwierig oder fast unmöglich, dass wir uns hier wirklich ein Urteil über die Qualitäten oder fehlenden Qualitäten, die in Russland herrschen, machen können. Herzlichen Dank für all die Wortmeldungen. Jetzt zur Schlussrunde Jochen als Erster und dann Hannes. Wir haben es eigentlich so immer gehalten, dass wir so um 21 Uhr dann schließen. Also wir haben so ungefähr für die Referenten jetzt 12 Minuten, 15 Minuten, also insgesamt. Also kommen wir hin, denke ich. Ja, ich darf mir vielleicht im Anschluss an die Debatte über Russland nochmal ganz kurz George F. Kennan zitieren. George F. Kennan war amerikanischer Botschafter in der Sowjetunion bis 1947. Und war anschließend der Architektur der Containment-Politik von Präsident Truman, also der Eindämmung der Sowjetunion. Also kein Russland, kein Russophiler oder gar Putin-Versteher oder sonst irgendwas. George F. Kennan war auch Historiker, er ist gestorben inzwischen. Er hat 1997 zur NATO-Osterweiterung Folgendes gesagt: Warum sollten sich die Ost-West-Beziehungen bei all den hoffnungsvollen Möglichkeiten, die das Ende des Kalten Krieges mit sich bringt, auf die Frage konzentrieren, wer mit wem verbündet ist und folglich gegen wen in irgendeinem fantasievollen, völlig unvorhersehbaren und höchst unwahrscheinlichen künftigen militärischen Konflikt? Kurz gesagt, die Erweiterung der NATO wäre der verhängnisvollste Fehler der amerikanischen Politik in der gesamten Zeit nach dem Kalten Krieg. Es ist zu erwarten, dass eine solche Entscheidung die nationalistischen, antiwestlichen, sich negativ auf die Entwicklung der russischen Demokratie auswirken, die Atmosphäre des Kalten Krieges in den Ost-West-Beziehungen wiederherstellen und die russische Außenpolitik in eine Richtung lenken würde, die uns ganz und gar nicht gefällt. Ich glaube, mehr brauchen wir dazu nicht zu sagen. Der zweite Punkt, Thilo, du hast das angesprochen, die Frage der Verbindung zwischen dieser Idee von Mackinder und der amerikanischen Geopolitik. Man muss dazu Folgendes wissen. Mackinder war Geograf. Von der akademischen Ausbildung her. Er war Mitbegründer der London School of Economics. Also er war nicht nur Akademiker, der hatte politischen Einfluss. Und er war einer der, lassen wir mal, Obersherpas, also der Berater der britischen Delegation in Versailles 1919. Geograf. Sein Kollege aus den Vereinigten Staaten hieß Isaiah Bowman. Er war der Mann des Jahres 1937, dann später im Time Magazine. Isaiah Bowman und er waren auch akademisch miteinander verbunden. Das heißt, die Ideen von Mackinder sind über diese enge Verbindung während der Konferenz von Versailles und dann auch später weitergeführt worden, bis hin zu Bowmans Funktion als einer der führenden Köpfe der War and Peace Studies 1939. Die haben über 700 Dokumente verfasst für die Nachkriegsordnung. Alles, was wir danach erlebt haben, UNO, EWF, Weltbank und so weiter, geht auf deren Arbeit zurück. So viel also zu der Frage, wie schwappte das Gedankengut der Briten, die das ja nicht mehr umsetzen konnten, nachdem ihr Empire mehr oder weniger sang- und klanglos untergegangen war, in die amerikanische Politik. Genau auf diesen Wege. Das wird auch bestätigt bei Stephen Wertheim in dem neuen Buch, was ich erwähnt habe. Also das nur noch mal dazu. Und heute? Die Briten sind natürlich, wie wir seit Tony Blair wissen, der Pudel der Amerikaner. Ne? Also die haben ja gar nicht mehr die Möglichkeit, global in irgendeiner Weise zu agieren.
Das ist völlig absurd. Sie haben gar nicht die Ressourcen dafür, auch nicht die militärischen Fähigkeiten. Das ist auch ein gewisser, ne, wir sagen immer Phantomschmerz, ne, des politischen Empires. Und das kompensieren sie, indem sie zivilfähig mit den Amerikanern zusammenarbeiten. Ne? Und dann in den Five Eyes, also dieser Gruppierung der fünf Geheimdienste, eine führende Rolle spielen dürfen. Und dann fühlt man sich eben so als etwas Besseres. Also, das perfide Albion ist mit höchster Vorsicht zu genießen. Jetzt haben sie gerade DU-Munition, also abgereichende Munition, panzerbrechende Munition, die mit DU ummantelt ist und mit kinetischer Energie durch die Panzerung geht, in die Ukraine geliefert. Und das ist wahrscheinlich hochgegangen worden, das Lager. So, das vielleicht dazu. Und zum Schluss möchte ich nochmal vielleicht auf einen Punkt hinweisen. Die Provokation, die erwähnt wurde, also die Provokation der Amerikaner, die russische Provokation, die dann zu diesem Krieg geführt hat, lässt sich ja an sehr vielen Punkten nachweisen. Und die Amerikaner verstehen das blendend. Sie haben das schon mal gemacht. 1940. Wie denn? Nachzulesen bei Stefan Thomas Possoni, einem österreichischen Immigranten, der in den Vereinigten Staaten in Stanford gelehrt hat und bekannt geworden ist durch die SDI-Geschichte bei Reagan. Da war einer der führenden Köpfe. Der hat 1968 mitten in der Fischer-Debatte, ja, wie hieß das, glaube ich, bei uns, ne, in der Bundesrepublik? Fischer-Kontroverse. Hat er ein Buch geschrieben im westdeutschen Verlag Köln und Opladen, zusammen mit der Uni Köln. Ist in einer einzigen Auflage in Deutsch erschienen. Zur Bewältigung der Kriegsschuldfrage, Erster und Zweiter Weltkrieg. Und da schildert er, wie die Amerikaner Japan provoziert haben, Pearl Harbor anzugreifen. Und wie diese Idee in der Regierung von Roosevelt entwickelt worden ist, von seinem Innenminister Ickes. Und genau das hat funktioniert. Man hat Japan von den Ressourcen abgeschnitten und die konnten sich nicht mehr anders helfen, als zu sagen, jetzt müssen wir die Amerikaner angreifen. Und das war die Falle. Das Ganze ist mittlerweile nur noch antiquarisch zu haben oder sehr teuer bei Springerweg. Aber das Entscheidende ist eben auch aus unserer Geschichtsdebatte, dass das nur in einer einzigen Auflage erschienen ist in Deutschland. Ja? Hochinteressant. Und er ist kein Anti-Amerikaner, um Gottes Willen, ja? Als Immigrant und wohl aufgenommener in den Vereinigten Staaten, aber sehr objektiv. Und die ganze Geschichte, dieses Kapitel über Pearl Harbor, ist überschrieben mit nicht die hehre Kunst der Provokation, sondern der erste Schuss von Pearl Harbor. Also mal, damit sind wir wieder beim ähnlichen Thema wie jetzt auch. Ja? Also, der erste Schuss ist nicht immer der erste Schuss. Okay, ja, Hannes. Ja, ich möchte kurz auf die Frage oder Kommentare eingehen. Das eine da 1990, das Gorbatschow-Referendum, was du angesprochen hast, mit 85 oder mehr Prozent Zustimmung zur Beibehaltung der Sowjetunion. Anfang 1990, das hat sich dann recht schnell gedreht, weil die Ukraine hat sich dann unabhängig erklärt, allerdings von oben herab, aber wurde nachträglich ein ukrainisches Referendum aufgelegt, da war die Ukraine schon unabhängig. Da war dann ungefähr die gegenteilige Meinung, 80-90% für die ukrainische Selbstständigkeit. Dazu ist auch zu sagen, dass im Jänner 1990 ein Referendum auf der Krim stattgefunden hat, das eine absolute Mehrheit, wirklich glaube ich 90 oder 95%, ausgegangen ist für die Krim als eigenständige ASSR damals, glaube ich, noch. Also klare Ansage, wir wollen nicht der Ukraine das zugehörig sein. Ja. Aber gut, das ist sozusagen eine Ergänzung dazu. Dann war doch die Frage des Ende des amerikanischen Jahrhunderts. Also das ist ja eigentlich eine lange Geschichte, dass die diskutiert wird. Der Jochen Scholz und ich sind beide gut befreundet gewesen mit André Gunter Frank, der das schon 1990 irgendwie postuliert hat. Und dann haben die Amerikaner mit den Anziehen des Krieges, der Kriege gegen Nahost, also im Irak,
eigentlich diese Option oder diese Wende, das Ende ab, wieder abgewehrt. Und jetzt scheint es mir aber doch so zu sein, dass es einen hegemonialen Shift gibt von dem transatlantischen zum südpazifisch-chinesischen Raum, die natürlich vor allem ökonomisch unterfüttert ist, was wir eben besprochen haben mit der De-Dollarisierung und der Entwestlichung. Das scheint mir im Gange zu sein und kaum mehr aufhaltbar. Dann die eine Frage vom Kollegen, da muss ich zurückweisen, dass kein einziges Wort zur russischen Innenpolitik oder sonst wie in dem Buch steht. Wir haben im Prinzip zweieinhalb Beiträge dazu, den einen von Boris Kagalitsky habe ich schon genannt, der ist ein klarer Gegner des russischen Narrativs in diesem Krieg auch ist. Und dann der Beitrag von meinem Mitherausgeber Stefan Kraft, der heißt Luxemburg, Lenin und Putins Russ-Dimir, wo er sozusagen das Antileninistische bei Putin beschreibt und ihn quasi nicht in die Nachfolge von Luxemburg stellt. Aber es ist ganz interessant, diese Auseinandersetzung da zu lesen. Interessant dabei hat mich vom Hauke Ritz die weitere Bemerkung dazu, eigentlich, das würde ich gern weiter diskutieren, aber so viel Zeit haben wir nicht mehr, dass Sie meinen, in Russland sind Kriegszeiten gesellschaftlich von gehen Richtung links. Ja, also ich habe ja jetzt von der Gesellschaft gesprochen, ja. Könnte auch nochmal darüber sprechen, wie Teile der Eliten in der Gesellschaft gesehen werden. Ja. Aber bei der Bevölkerung sehe ich sozusagen eine Art linken Konservativismus, okay. Wobei das Spezifikum von Russland ist, dass manchmal konservative Ansicht, zum Beispiel christlicher Glaube oder so, mit linken Ansichten koexistiert. Das ist sozusagen, die Trennlinien verlaufen etwas anders dort als bei uns. Ja, also das ist interessant, wir können das jetzt nicht ausdiskutieren und ich beharre auch nicht auf meiner Position, aber es wäre sehr spannend, das zu besprechen. Wo auch immer. Vielleicht noch einmal auf eine Veranstaltung. Ja, und noch einmal zu dem, dass so wenig Analyse zu Russland drinnen ist. Es hat auch damit zu tun, dass wir das für den deutschen Sprachraum ein Buch machen, wo wir ein bisschen über Russland berichten und über die inneren Befindlichkeiten. Aber schon letztlich ist so der Antrieb von mir persönlich, sowas gemacht zu haben, weil mir einfach völlig unpackbar war, wie schnell die ganze Gesellschaft, die in Deutschland eigentlich nicht kriegsbegeistert war vor 5 Jahren, jetzt in eine Kriegsbegeisterung umgeschwenkt ist. Und das ist sozusagen natürlich von den Eliten und von den Medien angefeuert. Ja, also ich glaube, man sieht ja immer, wenn es irgendwelche Umfang gibt, die Mehrheit will keine Waffenlieferungen und. Also das ist mir schon klar, ja. Aber trotzdem, es geht von den Medien und von den politischen Parteien aus, die da alle diesen Krieg als einzige Möglichkeit sehen, um die Werte, welche immer das sind, also ich habe ja gesagt, 1,20 € oder keine Gewerkschaften oder so, ja, um diese Werte zum Durchbruch zu bringen. Und dann ganz zum Schluss möchte ich noch der Sabine Kebier danken für die eigentlich den Hinweis, dass es nicht nur in dem Buch, sondern überhaupt natürlich auch darum geht, wie fast rassistisch schon unsere Eliten und unsere Medien gegen das Russische vorgehen. Wenn man das Cancel Culture bezeichnet, uns anschaut, da war gleich am Anfang, haben es Behindertensportler aus Russland von der Paralympics aus Peking ausgeschlossen. Und das ist weitergegangen bis hin zu toten Komponisten, die nicht aufgeführt werden durften. Und ich habe das auch sozusagen in meiner kleinen Welt als Verleger so gesehen, wenn der Friedenspreis von der Frankfurter Buchmesse an einen ukrainischen Schriftsteller geht, in dessen Büchern so Sätze stehen wie verbrenn die Hunde und er meint die Russen, ja, oder wie wir jetzt letztlich erst in Leipzig auf der großen Eröffnungsrede die Claudia Roth und der Leipziger Bürgermeister wieder gegen Russland vom Leder gezogen sind, auf einen unglaublichen Ort, wo man sich schon fragt, warum muss das in dieser Art so sein, dass dieses russische, antirussische sozusagen nicht nur jetzt von mir aus politisch gegen die Kreml-Politik, okay, aber es geht ja viel weiter, es geht eigentlich wie schon vor dem Ersten Weltkrieg und wie immer wieder auch dann ins Rassistische hinein. Und ganz zum Schluss noch zwei Sätze, wo ich mir denke, auch als Linke, aber nicht nur als Linke, was man dazu sagen soll oder muss zu dem, was da abläuft, dass es nicht unser Krieg ist, ja, dass die Sanktionen weg müssen und dass auch sofortig Waffenstillstand geben muss. Ja,
ganz herzlichen Dank an beide Referenten.